Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier auf meinem Channel. Ich muss gerade nur mein Mikrofon einmal festmachen und alles so einstellen, dass alles passt. So, wir gehen auf Spiele allgemein und ich starte schnell meine Facecam. Ich weiß nicht, wieso ich die jedes Mal aktivieren muss. Das geht mir tierisch auf den Zeiger. So, da ist sie. Ha, schau an, da steht sie. Wunderschön, das Teil. So, wir spielen heute eine Runde Mars Horizon. Ein relativ neues Spiel, wenn ich mich nicht irre. Lasst mich nicht lügen, ich habe es auf jeden Fall erst kürzlich entdeckt. Und es tut mir zum Space Company Simulator hoffentlich gute Erfahrungen hinzufügen, weil das war ein Horror. Also, literally, das war Horror. Dieser Space Company Simulator, ich checke bis jetzt nicht und ich versuche es immer noch inständig, weil ich hoffe, dass es ein gutes Game ist. Ich habe aber die Vermutung, es ist es nicht. Ja, naja. Aber jetzt haben wir hier Mars Horizon. Ein komplett neuer Space Company Simulator im Grunde. Wir tun mal die Musik lauter schalten. Ich habe die gestern runtergedreht, aber ich habe nicht geschaut, wie laut die ist. Ich mag auf jeden Fall schon das Overlay. Ich war in dem Spiel noch nie drin. Also außer halt hier ein bisschen einzustellen, welchen Controller, Maustastatur, blablabla. Das ist typisch halt. Aber Mars Horizon. Wir machen jetzt mal ein neues Spiel und wir haben hier schon mal die typischen Weltraum-Companies. Indien fehlt leider. Also Indien hat ja auch eine eigene. Aber ich habe gesagt, wir spielen gegen NASA. Steht auch hier drin. Wir kämpfen gegen NASA. Und da ich ursprünglich aus Deutschland komme, jetzt in Österreich lebe, bin ich dafür, dass wir die ESA leiten. Aber wir passen die ESA an. Sie heißt nicht ESA, sondern es ist die Roxamus Space. Wenn ich schreiben könnte, wäre es auch gut. Space. Wir drehen mal hier alles ein bisschen anpassen. Wartet mal kurz. Ach, guck mal, da schaltet direkt die Musik aus. Geil. Ich wollte bloß ein bisschen anpassen. Alles gut, Spiel. Space. Da schaltet direkt, geht's wieder hoch. Ganz toll. Company. Roxamus Space Company. Die Flagge passen wir noch an, weil ESA passt da ja nicht. Was haben wir denn da Schönes? Schaut auch cool aus. Das schaut cool aus. Das nehmen wir, glaube ich, oder? Das schaut doch relativ cool aus. Ich mag das, wenn es so über dieses runde Zeichen ein bisschen drüber geht und nicht nur drin bleibt. Deswegen finde ich jetzt eigentlich das hier sehr cool mit dem Ring außenrum noch. Und das hier. Ich glaube, andere. Doch, das hat es auch. Das schaut aber auch cool aus. Ah, eher das oder das Blaue? Der schaut schon irgendwie geil aus. Aber der schaut auch geil aus. Macht halt mehr so Intercontinental und das macht, wir starten halt einfach irgendwas. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt hier. Let's go, okay. Europas Weltraumbauernhof ist klar. Kann ich da auch was ändern? Oh, guck mal. Das ist, der Roxamus Spaceport einfach jetzt mal. Ich habe keinen Plan. Roxamus Spaceport. Und gleichzeitig sage ich zu allen YouTube-Zuschauern Hallo, denn am Montag in einer Woche nach diesem Stream tue ich diesen Stream in der kompletten Länge auf YouTube hochladen. Und ich hoffe, ihr könnt diese, ja, wir sind es dann gute 2, 2,5, 3 Stunden, die wir spielen. Ihr seid hoffentlich diese 2,5, 3 Stunden dabei für die Welt globale Innovation Teamplayer. Die finde ich gut, die Eigenschaften. Wir machen mal Randomize hier. Klack, 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 klack. Die Russen mögen uns nicht, die Amerikaner mögen. Nee, wir kämpfen gegen Amerika. Also dürfte uns eigentlich Amerika nicht so mögen. Das schaut doch cool aus. Sie sind eher Wettbewerber. Genau, das passt. Dann würde ich sagen, fortsetzen. Tutorial einschalten, vielleicht gar nicht doof. Automatisch auflösen. Anfängermission. Diese Option der automatischen Lösung wird für Anfängermission verfügbar sein. Okay. Interessant. Erkunderpier. Eine entspannte Erfahrung. Die Missionen sind weniger anspruchsvoll und es ist weniger Konkurrenz durch die anderen Raumfahrtbehörden. Eine ausgewogene Erfahrung. Missionen werden eine Herausforderung darstellen und andere Raumfahrtbehörden werden wettbewerbsfähig sein. Das hört sich doch für einen KSP-Veteranen gar nicht schlecht an. Nehmen wir. Bin gespannt, wie das ist. Willkommen, Direktor. Du bist damit betraut, unsere Agentur durch diese anbrechende Raumfahrtzeitalter zu führen.
und weit darüber hinaus. Nutze unser diplomatisches Fachwissen, um die internationale Zusammenarbeit und wissenschaftliche Innovation zu fördern. Und stelle unsere Agentur an die Spitze der Reise der Menschheit in den Weltraum. Nur wenn wir zusammenarbeiten, können wir Taten vollbringen, die lange Zeit für unmöglich gehalten wurden. Mit deiner Führung werden wir die Geheimnisse des Sonnensystems aufdecken und vielleicht eines Tages die Menschen zu einer multiplanetaren Spezies machen. Bonnetschangende Direktor, was es unten heißt, keinen Plan. So. Okay. Erde. Das ist mir klar. Da fehlt ein Leerzeichen. Sonnensystem, Bildschirm ist dein Zugang zu den verschiedenen Aspekten bei der Leitung deiner Agentur. Eine Rolle spielen, wie zum Beispiel der Zugang zu den Bildschirmen, Forschung, Basis, die Auswahl von Planeten, um verfügbare Missionen zu entdecken und die Anzeige aktuell bevorstehender Ereignisse. Fortfahren. Dein aktuelles Tutorial-Ziel werden dir hier verfolgt. Die Erledigung dieser Aufgaben ist eine großartige Möglichkeit, deine Agentur zum Laufen zu bringen. Dein erstes Ziel ist ein entscheidender Schritt für jede neue Raumfahrtbehörde. Der Bau und Start einer experimentellen Höhenforschungsrakete, um deine Trägertechnologie zu testen und zu verbessern. Planeten auswählen. Okay. Planet auswählen. Ah, ein Teststart. Der Bildschirm Missionauswahl zeigt alle Missionen an, die zu dem ausgewählten Planeten gehören. Hier kannst du Einzelheiten über die derzeit ausgewählte Mission einsehen, wie zum Beispiel die Dauer der Mission und die angebotene Belohnung. Oh, guck mal. Zein Zyklot. Hallo. Welche Nation spielst du? Nation, schwer zu sagen. Wir spielen im Grunde die ESA, also Europa. Wir sind aber Raximus Space Company, also meine eigene Company, die ich auch in Kerbal Space Program spiele, bei unserem Let's Play auf YouTube. Und ja, ich habe das Spiel noch nie gespielt bis jetzt. Ich habe nur mal ein kurzes Video gesehen, habe dann direkt wieder ausgeschaltet, weil ich das Spiel sehr interessant fand. Und habe gedacht, das streamen wir mal zusammen und ich erforsche das ganze Teil. Und wir sind jetzt erst in den ersten, ja, paar Minuten. Es gibt zwei Arten von Missionen, Meilensteine und Anfragen. Meilensteine Missionen sind wichtig, um deine Weltraumprogramm voranzubringen und werden von anderen Agenturen angefochten. Sie werden oft zusätzliche Forschung erfordern. Anfragemissionen werden verfügbar, sobald deine Agentur eine Meilensteine-Mission abgeschlossen hat und können eine wertvolle Möglichkeit sein, deine Unterstützung und Wissenschaft zu fördern. Anfragemissionen erfordern keine zusätzliche Forschung, aber jede ist nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Es heißt Mars Horizon. Ich glaube, du kannst ein bisschen selber machen. Wie gesagt, ich kenne das Spiel noch nicht. Es schaut sehr interessant aus. Und nachdem ich den Space Company Simulator mal gespielt habe, der mich zum Kotzen gebracht hat, weil er so grausam war, setze ich gerade sehr viel Hoffnung in dieses Spiel, dass man seine eigenen Sachen ein bisschen gestalten kann. Ich bin relativ gespannt, was ich alles machen kann und wie. Scheint aber relativ gut anzukommen auf Steam, was ich bis jetzt gesehen habe. Okay. Forschungsarbeiten, die zur Freischaltung der derzeit ausgewählten Mission erforderlich sind, werden hier aufgelistet. Beachte, dass alle erforderlichen Forschungsarbeiten für den Teststart bereits abgeschlossen sind. Ah, okay. Alle Raumfahrtbehörden werden sich zuerst um den Abschluss von Meilenstein-Missionen bemühen. Fliegt hier was rum? Nee. Dies wird zu einer verstärkten Unterstützung deiner Behörde führen. Hier kannst du die Fortschritte der 5 Behörden in Bezug auf die derzeit ausgewählte Mission verfolgen. Du bist aber im Jahr 1957, also spielst du gegen Werner von Braun, / NASA. Ja, ich spiele gegen NASA, gegen die Sowjets, gegen die Chinesen und die Japaner. Könnte also sehr witzig wirken, deswegen sage ich ja, wir kämpfen gegen NASA. Ich weiß nicht ganz genau, was zur Hölle hier abgeht, aber ist im Grunde der Zeitpunkt, wo das Space Race circa begonnen hat. Okay, Planung der Mission. Sobald du bereit bist, wähle die Mission planen, um die Planung deines Testmissions zu beginnen. Mission planen. Oh, designe. Oh, ich kann sie designen. Das ist schon mal cool. Schade, also wie scheint, muss ich keine Einzelteile erforschen, bauen oder sowas? Missionplan erhält alle Etappen, die notwendig sind, um eine Mission vom Reißbrett in den Weltraum zu bringen. Beachte, dass jede Missionsplan oder ein Missionsslot in Anspruch nimmt. Du kannst zusätzlich Slots durch den Bau von Mission Control Gebäuden freischalten. Aha, also ja, mit Mission Control baust du Saturn-Raketen oder Ariane? Oder wie nennst du deine? Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, wie sie werden.
Das erste wird wahrscheinlich eh die bekloppt 1. Ich habe eine in Kerbal Space Program eine bekloppt 001, glaube ich, oben im Orbit von Kerbin fliegen. Das ist, keine Ahnung, so ein ganz interessantes Forschungssystem, weil wir extrem gemoddet spielen. Und ja, ich will eh, ab nächster Woche habe ich mir meine 380 und dann will ich wieder Kerbal Space Program auch streamen, weil ich COS, also Kerbal Operating System, lernen will. Und wo du halt mit deiner Raketen steuern kannst durch Programmieren. Und ich das unbedingt lernen will. Ein Teststarter hat keine Lust dazu, dass du direkt die Konstruktion des Trägerfahrzeugs beginnen kannst. Okay. Bedeutet, Trägerrakete bauen. Höhenforschungsrakete. Ja, ja, ich baue jetzt eine Rakete. Zack. Mhm. Würde gerne mal Aerospike-Raketen sehen. Aerospike, ja, aber die scheinen nicht, also was ich jetzt gelernt habe über die Zeit, scheinen nicht so gut zu sein, wie die wir haben. Aber ich denke mal, dass irgendeine Space Company jetzt in unsere jetzigen Zeit, also 2020, das auch mal probieren wird. Es gibt jetzt alle möglichen Sachen, wie 3D-gedruckte Raketen und weiß der Kuckuck was. Jetzt war ja erst von Boeing der Raketenstart, der nicht so gelaufen ist, wie erhofft. Sie wollten ja zur ISS und sind nicht dahin gekommen, weil Fehler waren, jetzt ist ja der Chef auch irgendwie rausgeschmissen worden von Boeing und bla bla bla. Also da war einiges wohl schiefgegangen. Diese Fahrzeuge sind dann, indem du das Fahrzeug für deine Mission entwerfen kannst. Ach nee. Ein Fahrzeug besteht bemerke, dass der Teststart nur die Höhenforschungsrate ausgewählt werden darf und es gibt keine Lust. Okay, ja. Hier werden die Fahrzeugstatistiken angezeigt, anhand der überprüfen kannst du Booster über genügend Kapazität verfügt. Um die Oberstufe zu tragen und ob das Fahrzeug den von der Mission geforderten Mindestabstand erreicht? Mindestabstand? Was für ein Mindestabstand? Warte mal. Aerospike ist beste Technologie, die wissen nur nicht, wie wir. Ja, klar, ist richtig gut, aber halt für aktuelle Zeiten ist es noch nicht gut. Und wenn es wieder so einen innovativen Typen gibt wie Elon Musk, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie irgendwann Aerospikes auch verwenden. Aber sagen wir mal so, aktueller Stand sind das, was wir haben, nicht schlecht. Und man kühlt ja eh schon mit gekühlten Oxygen und allem drum und dran. Also das Kühlen Fluchtgeschwindigkeiten zum Eintreten im Orbit. Ja, Zuverlässigkeit muss immer hoch sein, Design bestätigen, okay. Ich mag jetzt nicht so viel lesen, okay. Sobald das Fahrzeug konstruiert ist, erhältst du von deinen Ingenieuren einen Konstruktionsbericht. Dazu gehört oft Eigenschaften, die sich darauf auswirken können. Wie du die nächste Phase deiner Missionenplan angehst, okay. Konstruktion des Fahrzeugs. Okay, ich brauche jetzt mal ein Mission Control Sonnensystem. Zum Sonnensystem gehe ich jetzt mal. Hier macht's bling. Die Startrampe erforschen. Nun, da die Höhenforschungsrakete gebaut wird, ist an der Zeit, eine Startrampe zu bauen. Ne, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, sonst starte ich sie von Erde und das ist gleich auch nicht gut. Wo ist deine Raketenstartrampe? In Europa, aber ich habe sie noch nicht gebaut. Ich muss die erst hochziehen. Deswegen, wir sind gerade mitten im Tutorial. Ich habe keinen Plan, wie das Spiel funktioniert und deswegen lasse ich mich gerade vom Tutorial ein bisschen durchführen. Ja, am besten am Äquator, weil du die Geschwindigkeit mitnehmen kannst. Da hast du schon ein bisschen Grundgeschwindigkeit. Äquator ist immer das Beste. Schade, aber okay, genau. Wir bauen Zugang zur Forschung. Okay, ja, das hätte ich jetzt auch gesehen. Forschungsbildschirm tun wir forschungsfreischalten und alles drum und dran. Okay. Ja, Wissenschaft kann erworben werden. Ära 1 beginnt der Raufahrt. Okay, da sind wir jetzt gerade drin. Gebäude. Ah, und hier tue ich Gebäude auswählen. Kleine Startrampe wird gebaut. Okay. Pole sind auch gut, dass die Orbits kleiner und man kommt. Ja, aber du musst auch überlegen, dass du trotzdem erhöhen musst. Klar, du bist schneller vielleicht im Orbit, weil natürlich Erde und alles drum dran. Aber du musst genauso dann die Geschwindigkeit wieder herkriegen, die dir am Äquator fehlt. Also Äquator finde ich immer noch ist das Beste. Klar, Vorteil oben ist natürlich, du hast wenig Bewohner, wo nichts drauffallen kann, wie zum Beispiel in China. Wollen wir nicht drüber reden, was China mit den Raketen anstellt, die sie fliegen lassen. So, okay, also kann ich jetzt hier zurückgehen oder was ist. Ah, okay, genau. Du kannst Überblick, bla bla bla, okay, ja, da kann ich Überblick.
Unterstützung wird in erster Linie durch den Abschluss von Missionen verdient. Das Verdienen von ist der Schlüssel zum Erreichen höherer Förderstufen, was ein monatliches Geld einkommt. Ah, okay, okay. Also muss ich positiv von den Leuten Meinung bekommen, damit sie mehr Geld mir rausdrücken. Ist für den Bau von Fahrzeugen, Gebäuden und vielen anderen Schlüsselaspekten deines Raumfahrts. Okay, ja, das ist klar. Ohne Geld nichts wert. Wissenschaft wird an Missionen und bestimmten Gebäuden verdient. Und ist entscheidend für die Durchführung von Forschung. Je mehr Forschung du sammelst, desto schneller kannst du Technik befreien. Das ist super. Kommende Veranstaltungen in deinem Zusammenhang mit deiner Agentur werden hier angezeigt, zusammen mit der Anzahl der Monate, bevor es stattfindet. Okay. Monate 12 Malamuten fertigstellen. Fertiggestellt. Achso, das ist wahrscheinlich unsere Höhending, oder? Ich kann das nicht entscheiden, soweit ich jetzt glaube. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kenne das Spiel einfach nicht. Ich habe das bis jetzt nicht angefasst. Und wie gesagt, wir sind erst im Tutorial. Der zeigt mir gerade, wo irgendwas ist wahrscheinlich. Ja, okay. Zeit vorspulen. Okay, also ich soll jetzt hier die Zeit auf den nächsten Monat vorspulen. Kleine Startrahmen für Forschung komplett. Okay, jetzt bedeutet... Ja, alles war klar. Ja, ja. Ja. Basisbau. Oh, guck an. Also habe ich schon eine Basis. Sehr farbenfroh auf jeden Fall. QE scrollen, okay. Ja, lass mich das doch dann wenigstens probieren. QE drehen und ja. Das sind Wälder, die muss ich dann beseitigen, okay. Kleine Startrampe. 50.000 kostet mich der Scheiß. Ja. Kosten und Baubegrenzungen, okay, ja. Ja, ich baue jetzt das. Bauen. Musst du mich die, also, mit X und Z. Okay, das ist echt nervig. X und Z. Fortfahren, ja. So finde ich cool. Okay, kommt hier hin. Und da rausfahren und da hinfahren. Okay. Deine kleine Startrampe wird nun konstruiert. Sobald sie fertig ist, wirst du in der Lage sein, deine erste Rakete zu starten. Okay, dann gehen wir zurück zum Bildschirm und dann... Lass mich Forschung machen, ich habe gesehen, dass sie noch Forschung... Ja, ich weiß, dass keine Forschung ist. Forschungslabor, Raketentestrampe, Montageanlage, Fahrzeuge. Okay, also muss ich jetzt hier zum Beispiel forschen. Ich nehme die hier. das wird, glaube ich, ganz cool. Gut. Zurück. Klack. Wir starten in ein kleines Fahrzeug. Perfekt, das ist fertiggestellt. Hä, was ist jetzt los? Ah, Testrakete wurde fertiggestellt. Muss ich mal schauen. Aber für den Anfang reicht's ja. Ich muss ja auch nur... Ich kann ja auch viermal in eine Richtung drücken, dann habe ich denselben Effekt. Das ist okay, es war wirklich die Rakete. Unsere Ingenieure haben berichtet, dass der Bau der Trägergeräte ohne nennenswerte Probleme abgeschlossen wurde. Startzulässigkeit 25%. Oh, das ist der Start von SpaceX-Vergleiche. Und da ist unsere Flagge drauf, cool. Zum Ablehnen drücken. Als nächste Startvorbereitung. Okay, also ich muss auch starten. Aber ich bin schon mal weiter. Ich habe eine Rakete gebaut und tue jetzt den Start festlegen. Hat bei Space Company Simulator nicht wirklich funktioniert. Die letzte Phase des Missionsplans umfasst die Zuweisung der Besatzung, die Entscheidungen über ein Ausbildungsprogramm und die Festlegung des Starttermins. Ach du Scheiße. Da es sich um eine Mission oder ohne Besatzung handelt, muss keine Besatzung zugewiesen werden. Ja, das ist klar. Die Ausbildung ist ebenfalls vorläufig gesperrt, bis entsprechende Gebäude in deiner Basis errichtet wurden. Ja, das ist nebensächlich. Wahrscheinlich haben wir es von irgendeiner Rakete gekauft, wie damals Elon Musk eine ICBM eigentlich kaufen wollte von Russland. Haben wir uns wahrscheinlich einfach irgendwas gekauft, was funktioniert. Aber wir werden es mal sehen. Außerdem ist es eine Testrakete. Testen wir einfach mal. Wir müssen jetzt schauen, wir machen das nach dem Dings hier. Ne? Wir machen das jetzt hier nach dem... Was das Tutorial sagt. Kalender kann ich ja auswählen. Genau, was ich will.
Optimal Fenster sind ideale Startdaten. Okay. Andere Daten. Okay, dann tun wir Datum wählen. Ja, muss ich mal bestätigen. Okay, ja. Ich bestätige. Zum Sonnensystem gehen. Ja, ich gehe zum nächsten Monat. Forschung komplett. Cool. Den Mond freigeschaltet. Ära 1 erreicht. Beginne den Raum. Oh. Okay, wir haben den Mond freigeschaltet. Ja, der wird erst geboren. Okay, ist Teststart. Bereit zum Starten. Optimales Datum. Kein Training festgelegt. Startvorbereitung in 5. Mission starten? Ich bin gespannt. Mission Control. Ist die Kleine und süß. Man guckt euch das mal an. April 1957. Malamuten startet. Okay, angemessene Bedingungen plus 4%. Wir starten. 3, 2, 1. Ich finde es auf jeden Fall cool, wie sie es darstellen. Das ist cool gemacht. Bloß die Raketen sind ein bisschen... Also sie sind zum Glück nicht so laut wie ein Kerbal Space Program. Da knallt's mir, hat mir heute schon wieder Ohren weggeknallt. Folgende Events traten während des Starts auf. Schäden an Systemen. Minus 25%. Na, schade. Rakete Level 1. Höhenforschung. Das haben wir getestet. Meilenstein erreicht. Testrakete. Erster. Okay. 125. 187 Forschung für einen Monat. Das ist schick. Okay, bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich schauen, dass wir die nächste Rakete... Das nächste Lernziel besteht darin, einen entscheidenden Meilenstein für deine Raumfahrtbehörde zu erreichen. Ersten künstlichen Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Bei so einer bemerkenswerten Mission ist es garantiert, wertvolle Wissenschaft sowie die Unterstützung begeisterter Öffentlichkeit zu gewinnen. Okay. Wir müssen jetzt also hier... auf Missionen. Künstliche Satelliten erforschen. Warte mal. Einer wurde zurückgehalten wegen Identitätsverletzung, weil die Nachricht... Warte mal. Automod. Ja, da hat aber jeder dann im Grunde jeder seine Meinung. Ich finde die jetzt gar nicht schlecht, vor allem für den Start. Leute, man kann, wir haben jetzt ein anderes Wissen wie damals. Du musst jetzt überlegen, es ist 1957. Das ist anders wie jetzt. Ich finde auch diese, wie heißen es die Antriebe, die mit den Atombomben? Die finde ich auch cool. Hab mal, ja, ne? Wenn du die Ära erreicht hast, du den Mond freigeschaltet. Der Mond kann jetzt im Sonnensystembildschirm ausgewählt werden. Mit Q und E kann ich zwischen... Ach, guck mal, hier ist der Mond. Mondumlaufbahn, bemannte Mondlandung. Ah, ja, das geht aber schon ab. Mondumlaufbahn. Na, bestimmt nice. Orion Dings mit Atome bestimmt geil. Vorgeschlagene Missionsfahrzeugteile, okay, ja. Ich will was bauen. Lass mich doch mal entscheiden. Hier, Teststart 1. Künstlicher Satellit ist noch nicht möglich. Anfragen haben wir noch keine. Okay. Bedeutet, wir müssen den künstlichen Spacepedia. Agentur. ESA. Ach, schau, da gibt's. Oh, da gibt's richtige Literatur. Holla, die Waldfee. Ära, Beginnraum von generell. Raketenkraftstoffe, Raketenstufen, Meilensteine, Teststart, Raketentechnik, Diamant. Infoschau. Mhm. Interessant, du. Ah, da haben wir unsere Meinung von den anderen. Diplomatie, Alter, ich will Raketen bauen und nicht Diplomatie führen. Nee, das ist jetzt fürs Erste mir eigentlich komplett egal, was hier ist. Forschung mache ich gerade, bedeutet, hier geht gar nichts mehr. Basis. Kann ich irgendwas bauen? Kleine Schade, habe ich schon alles, ja. Schade. Genau, sowas wie Sputnik im Grunde.
Im Grunde bauen wir jetzt einen Sputnik als Deutschland oder als Europa. Künstlicher Satellit erforscht. Perfekt. Wir tun jetzt direkt ein Jupiter Booster erforschen. Und die künstliche... Warum darf ich das noch nicht? Vervollständigen das Missionsprofil, um erforschen... Erreichen der Erdumlaufbahn. Ach, schau mal, Höhenfotografie. Ja, wir haben gerade Mission erhalten. Cool. Du hast die Mission erforderliche Forschung. Okay, Mission planen. Nun, da du einen Booster ausgewählt hast, ist es an der Zeit, die Oberstufe Willen und Nusser zu tragen zu können. Okay. Ich darf hier nichts verändern. Ist gesperrt. Das sind witzige Leute. Wir bauen jetzt die Rakete. Yep. Das dürfen wir noch aus irgendeinem Grund nicht. Schau mal, habe ich irgendwas in der Forschung übersehen? Raketentestrampe, Forschungslabor. Und Montageanlage Special Assembly bietet eine Reinraumumgebung zur Entwicklung von kompletter Missionsnutzlast zu unterstützen. Ja, wir werden jetzt eh sehen, das angetriebene Mars-Projekt von... Warte, ich tue jetzt gerade hier was erforschen, dabei müsste ich echt das hier erforschen. Forschung ändern. Das aktuelle Plan von NASA ist schon sehr interessant mit der Station um den Mond rum. Ich bin gespannt, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Und wie weit es wirklich dann mit öffentlichen auch noch geht. Weil immerhin hat der SpaceX auch den Auftrag für einen Mondlander. Bedeutet, sie machen dementsprechend schon die bestimmten Entscheidungen gerade fest. Ja, wir starten hier direkt noch. Das ist noch mindestens die Zuverlässigkeitsstrafe. Ich will jetzt nicht bis November warten. Ganz ehrlich. So schnell wie möglich das Ding hochschießen. Kannst du den Missionsplan starten? Ja, okay. Jetzt kann ich aber hoffentlich... Tiere im Weltall. Ja klar, das ist eine schwere Sache. Das habe ich in meinem Let's Play auch. Das ist, Strahlung ist immer ein Problem. Aber die sollen ja auch nicht dauerhaft oben sein. Sie sollen ja nur hoch und wieder weiter. Also es werden auch Kurztrips sein. Und wie sie halt sagen, du hast halt dort mehr den Weg halt zum Mars. Soll einfach eine weitere Stufe Richtung Mars werden. Das ist der ganze Plan dahinter. Okay, August 1957. Testrakete Höhenfotografie. Wir starten. Mission Control. Make ready for liftoff. Also auch ein wunderschöner Tag. Es ist August. Der Himmel scheint. Hoch mit dem Ding. Drei. Na, wir machen Start hier. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ignition. And liftoff. We have liftoff. Ja, aber du musst auch überlegen, die müssen auch irgendwie schauen, dass sie den Preis halten, ne? Spezies 8472 Abend.
Wie geht's, wie steht's? Wir probieren Mars Horizon aus. Oh, 91%. Sicherer Start. Nice. Raketenstufe 2. Plus 15%. Und 250 für einen Monat wieder. NASA hat das schon beendet. 2.3. Uiuiui. Und wir sind jetzt dann schon Richtung... Ah, stimmt. Fuck. Ich hab was vergessen. Ich Depp. Ich hab die hier vergessen. Ja, ich plane jetzt meinen künstlichen Satelliten. Da haben wir unseren. Du hast dein Fahrzeug in Weltraum getragen und bist überwindet. Genau. Nutzersbewertung, ja. Mhm. Ja. Die kann ich einstellen, okay. Verbesserte Kommunikation, reduziert Nutzlastzuverlässigkeit. Erhöhte Bautkosten. Standard. Wir nehmen Elektrizität, mehr Leistung. Finde ich immer gut. Wenn du irgendwo mal versteckt bist, nimm ein bisschen mehr Energie mit. Wenn du mal im Schatten hängst, ist alles super. Wähle Nutzlast. Gut. Jetzt muss ich einen Nutzlast. Okay, fortfahren. Ne? Dann heißt es erstmal Nutzlast fahren. Zusammensystemkarte. Wie schaut's. Ah, Jupiter ist gerade am erforscht werden. Bauer Missionsnutzlast. Bauer Missionsfahrzeug. Forschung künstliche Intelligenz. Okay. Haben wir denn sonst noch was? Anfragen? Haben wir keine zur Verfügung aktuell? Nächster Monat. Jupiter-Forschung completed. Dann tun wir Topaz. Topaz-Forschung completed. Und. Unsere Nutzlast ist fertiggestellt. Unser künstlicher Satellit. Unterstützungsbelohnung, Fahrzeugbauzeit, okay. Jetzt darf diese. Oh, die Rakete. Le Raketos. Neues Design. Also, es wird wahrscheinlich mehr Sinn ergeben, wenn du die Tests machst. Wenn du eine dauerhafte Rakete hast, nicht jemals neu designst. Dann wird wahrscheinlich vieles Sinn ergeben in dem Fall. Ja, Oberstufe beginnen. Aha. Da haben wir unsere Rakete-Oberstufe. Okay, ja, Oberstufe muss lange die Nutzlast tragen. Das heißt, ihre Nutzlastkapazität muss mindestens der Masse des Nutzlasts entsprechen. 40 Kilo, Nutzlast 40 Kilo. Auch muss ihre Ziel mindestens... Ah, okay. Masse der Oberstufe. Ist die Masse der Oberstufe, die Größe des Boosters bestimmt? Ja, das passt alles. Ja, das andere ist alles unerforscht. Wähle Teil. Genau, verfügbare Booster. Oh, holy shit, der ist ein bisschen, wenn die Amis das Geld, was die sich... Nee, denke ich nicht. Also selbst wenn sie so viel Kohle investieren, du brauchst Zeit. Zeit dauert einfach. Klar, sie hätten anders agieren können, aber wir wären, glaube ich, nicht so weit, dass wir wirklich eine gescheite Kolonie hätten. Also da würde ich noch gegen sprechen. Hey, ich will doch nur gucken. Okay, wählen wir teil. Passt. Ne, das ist jetzt die... Wie nennen wir sie denn? Die A Cappella. Ja klar, aber damals waren sie noch gegen die Sowjets. Das macht einen Unterschied, ob du so einen Drang hast wie da. Und sagen wir mal so, Mond war jetzt nicht die größte Herausforderung. Du musst überlegen, was so eine Marsreise allein an einen menschlichen Körper anfordert, im Gegensatz zu einer Mondreise. Das sind doch Unterschiede, größere. Und das ist eher das Problem. So. Oh, wir verwenden unseren größten Teil unseres Geldes jetzt für diese Rakete. Sonnensystemkarte. Keine Forschung festgelegt. Ich würde jetzt ehrlich gesagt...
die Raketentestrampe erforschen. Nächster Monat. Testrampenforschung. Für den 8 Monaten starten? Uncool. Wir müssen in einem Monat starten. No doubt about it, ein Monat wird gestartet. Startdatum festlegen, Januar, perfekt. 6 Monate, 9 Monate, 6 Monate. Mission festlegen. Wir tun Tiere im Weltall jetzt machen. Da, hier schon mal. Mars-Vorbeiflug. Missionen. Venus-Impactor. Venus-Umlauf von Merkur-Umlaufbahn. Mars-Umlaufbahn. Orbitaler EVA. Mariana. Okay, ganz viel. Mars-Länder. Raumstation. Vesta, Voyager, Skylab. Also ist doch viel an die Originalstory auch ein bisschen angezogen, was du da für Alter forschen kannst. Aber wer es macht, ist wieder was anderes. Multiplanetarische Art. Oh, warte mal hier. Mars-Vorbereitungen. Mars-Probengewinnung. Okay, da geht es dann bis sozusagen bis zur Mars-Kolonialisierung. Ja, eben, dafür brauchst du halt auch wieder die Masse. Also, wie gesagt, du kommst nicht drum herum, dass es halt Sachen gibt, wo es noch zu früh für ist bei uns. Können wir uns sowas leisten? Ja, können wir. Ich würde uns die Testrampe jetzt mal gönnen. Ist ja gut, Leute. Hierhin. Das kostet mich jetzt wahrscheinlich viel Geld wieder, aber scheiß drauf. Nächsten Monat Start. Forschung ist dran. Haushaltsüberprüfung Januar 1958. Nächster Rang. Schick. Lecker, lecker, lecker. Annehmen und fortfahren, würde ich sagen. Künstlicher Satellit Januar 1958. Optimales Datum, kein Training festgelegt. 7064. Geringes Risiko. Wir sind natürlich wieder vorne. Wir sind die Ersten, die hier irgendwas machen. Missionsstart. Das ist jetzt schon ein bisschen größeres Raketchen. Ekapella. Der Name ist auch super. Oh, wir starten bei der Nacht. Wo ist die Crowd? Angemessene Wetterbedingungen. Fortfahren. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. We have liftoff. Alter, die schießt hoch. Ob wir auch sowas wie SpaceX bauen können? Zurückfliegende Rakete? Mann, ich würde es gern länger sehen teilweise. 32% Batterieschaden. Minus für die Dauer der Mission. Schade. Wir haben dabei dazugelernt. Und bei der Topaz auch. Also allgemein war es ein guter Flug. Künstlicher Satellit Erde. Oh, okay. Was geht jetzt ab? Schaut aus wie eine Turbine eigentlich. Neue Aufgabe. Reiche der Umlaufbahn. Sammle 2-2. Okay. Sammeln. Fliegehai. Während der Missionsaufgabe musst du Befehle an die Nutzlast erteilen, um Einsatzziele zu erreichen. Achso, ich muss jetzt sozusagen das erreichen und habe 5 Energie. Bonusbelohnung 3-3. In und aus, okay. Okay. Also wenn ich jetzt das und das mache. Kommandos bestätigen. Ja. Hat funktioniert, wie es ausschaut. Annehmen. Und jetzt müssen wir noch eins machen.
Au. Oh. Hä? Oh. Wiederherstellen, okay. Gibt's auch eine Rundenanzahl, die... Oh, Kommandos, 2 von 2. 3 Runden verbleibend, okay. Was ist das? Wir tun jetzt zweimal wieder aufladen. Weil ich will jetzt das hier machen, dann erreichen wir nicht 3 von 3. Bestätigen. Bitte funktioniert. Nein! Ach komm! Wiederherstellen trotzdem. Wir haben ja genug jetzt auf Lager. Das geht jetzt. Das funzt jetzt. Und das ist wieder wunderschön. Funktioniert einwandfrei. Perfekt. Und wir haben 3 von 3. Jetzt einmal schön klatschen. Super funktioniert. Künstlicher Satellit erster. 200. Oh, wir haben richtig viel dazu bekommen. 300 für 2 Monate, weil wir die Extra-Mission wahrscheinlich gemacht haben. Scheint so. Also es scheint wahrscheinlich so ein Random-Generator zu sein, ob es funktioniert oder nicht. Oh, ich habe gerade von Steam Weltraumzeitalter erreicht. Satellit im Orbit. Mit deinem künstlichen Satelliten, der sich sicher im Orbit befindet, hast du einen wichtigen Meilenstein für deine Agentur erreicht und die Tür für den Start komplexerer Nutzlasten geöffnet. Vielleicht sogar solcher, die Menschen ins All befördern. Ach, woher weißt denn du das? Für solche gewaltigen Herausforderungen ist es entscheidend, dass deine Missionspersonal die richtigen Ausbildungen erhält. Dies kann für eine Mission von großer Nutzen sein, da dadurch wichtige Kennzahlen wie Spiritname, Payload, Nutzlast, Zuverlässigkeit oder die Wissenschaftsbelohnung der Mission erhöht werden kann. Okay. Trainingsgebäude erforderlich. Ja. Fliegt der jetzt irgendwo auch rum oder siehst du den? Na, schade, siehst du wahrscheinlich nicht. Teststart, okay. Ja, da kann ich alles feststellen. Schließe 3 Meilensteine Missionsabbelohnung. Warum Eden? Und das tun wir gerade vorstellen, dass die vorgeschlagene Mission, okay. Anfragen haben wir, Teststart des Leitsystems. Mission planen. Level 2, Level 2. Bestätigen. Bauen wir. Haut raus das Zeug, wie es nur geht. Bau Mission Control heißt es jetzt hier. Kann ich aber gleich gar nicht, oder? Ich kann nur das bauen und dafür habe ich keine Kohle. Ja, ups. Nächstes Event. Ängste über künstliche Satelliten. Nachdem deine Agentur den künstlichen Satelliten gestartet hat, haben mehrere ausländische Zeitungen behauptet, der Satellit stelle eine globale Sicherheitsbedrohung dar. China habe beantragt, dass deine Agentur die vollständige Spezifikation deiner ESOB-2B-Nutzlast herausgeben, um deren wissenschaftlichen Zweck zu beweisen, um die Angst der Öffentlichkeit zu unterdrücken. Deine Berater sind der Meinung, dass die Zustimmung dieses Antrags deine Reputation bei China verbessern wird, obwohl letztere wahrscheinlich Wissenschaft davon gewinnen wird. Antrag ablehnen. Hier wird nichts verdient. Oh, ich habe Unterstützung verdient. 100 Unterstützung dafür, dass ich nicht verraten habe. Ist der Satellit schon wieder kaputt und muss bestimmt noch nukleare Batterie oder Solarzellen erforschen? Also Solarzellen hat er ja drauf gehabt. Hast du gesehen, das Außenrum war ja alles Solarzellenbetriebe, denkst du. Tierenweltalarm vorstellen. Oh, wir haben Tierenweltalarm vorstellen. Dann direkt die Nutzlast Eden. Ich will den Hund im Weltall sehen. Basis wird hier gebaut noch schön. Wir bauen gleich noch das Forschungslabor. Das ist Minus. Oh. /125 habe ich nicht. Aha. Da wäre es super, aber da müsste ich. Mein Hindernis durch bewege deinen Cursor. Okay. Es kostet, hat mich jetzt halt viel gekostet, ne? Dann wieder raus hier. Ah, da fliegt er. Guck mal, ist es der? Ich
Ich kann aber auch die Karte nicht drehen, leider. Nächster Monat. Raketentestrampe ist fertiggestellt. Und natürlich unsere Testrakete ist auch fertiggestellt. Startvorbereitungen treffen. Ne? Training? Okay, ich kann jetzt trainieren. Fortfahren. Setzen wir... Wir haben keinen Stress, setzen wir den Start auf Juni. Das ist jetzt nichts irgendwas Wichtiges, was schnell gestartet werden muss. Das ist nur eine weitere Rakete, die uns Geld bringt. China startet künstlichen Satelliten in 6 Monaten. Okay, fortfahren, ja. Ich muss mich auch gerade um nichts anderes kümmern. Wir machen jetzt noch schnell beim Bau. Würde ich jetzt gerne das Forschungslabor erstellen. Nee, das ging mit hier unten. So. Unterhalt 5. Ah, das kostet natürlich auch alle wieder Geld. Hahaha. nächstes Event. Sowjetunion schlagen Forschungsaustausch vor. Sowjetunion haben einen Austausch von Technologieforschung vorgeschlagen. Sie bieten an, ihre Montageanlage für Raumfahrzeugeforschung zu teilen, wenn du deine Agentur ihre Forschung über Raketentestrampen teilst. Den stimme ich zu. Das ist cool, aber dann muss ich das nicht erforschen. Montageanlage wurde komplett erforscht. Das ist cool, dass du sozusagen so einen Austausch auch machen kannst, rein theoretisch. Bedeutet, ich kann jetzt rein theoretisch hier auch schon... Wo muss man die denn hinsetzen? Oh, das passt da super rein. Bauen wir auch gleich. Wir bauen gerade volle Wäsche einfach. Nächstes Event. Ehenforschung komplett. Und Teststart. Optimales Datum. Let's start this rocket. Oh, Regen. Das sagen die, ist ein perfekter Starttag. Solange es keine Freezing Temperatures sind, ist ja alles gut. Ich will nicht, dass eine Rakete abstürzt wie damals das Space Shuttle. Schlechte Bedingungen, 11%. Wir stehen immer noch super da. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. We have a liftoff. Für die Höhenforschung Nummer 3, glaube ich, mittlerweile. Was würdet ihr gerne eigentlich mal sehen, dass ich zocke? Schreibt mal in den Chat, was ihr gerne sehen würdet. Oder irgendwelche Fragen, was ich so zocke. Könnt auch gerne unten reinschauen in meinem Kanal, da findet ihr einen Link auf meinen Channel. Oh, Missionsbelohnung minus 25%. Oh. Aber wir haben Stufe 3 schon. Das macht es schon immer besser. Da könnt ihr auch mal auf meinen YouTube-Kanal schauen, da tue ich zum Beispiel Kerbal Space Program ganz viel zocken aktuell. Phasmophobia kommen jetzt ein paar Videos, Farming Simulator und. So, wir haben das erforscht. Nicholas Pioneer. Ich würde gerne aber jetzt als erstes Mission Control. Mission Control, denke ich, ist mal ganz wichtig jetzt auch. Tiere im Weltall. Mission planen. Nutzlast. Okay, das ist unsere Orion. Geringere Baukosten, reduziert Nutzlast. Zuverlässigkeit. Nee, will ich nicht unbedingt. Erhöhte Baukosten. Wir nehmen die Standardvariante. Wie viel kostet die? Ja, ich glaube, wir müssen warten. warte mal, wir können ja gucken, ob wir eine andere Mission blendeten haben. Ionosphärenmesser. Kein Missionslast verfügbar. Wieso ist kein Missionslast verfügbar? Ach so, weil ich den... Nächster Monat. Hat künstlicher Satellit blendet. Da fliegt der Satellit hoch. Und wir sind schon Richtung Hunde unterwegs. Also, ich will das machen. A
Erkläre, dass du das Rennen gewinnen wirst. Den ersten Menschen ins All zu schießen, beherrscht die Zeitung. Erkläre, dass wir das Rennen gewinnen werden, natürlich. Unterstützung, 700. Also wir sind sehr weit vorne, glaube ich, aktuell im Race. Es fliegen auch viele Satelliten rum, man sieht es, wenn man so seitlich hinguckt immer wieder. Na, mir fehlt immer noch Kohle. Dreck. Strahlungsgürtel entdeckt. Hab ich? Cool. Jetzt hat bauen. Forschung dauert noch vom Mission Control. Also Mission Control könnten wir jetzt rein theoretisch bauen, will ich aber noch nicht. Denn ich würde jetzt gerne erst neue Fahrzeuge erforschen, wie zum Beispiel hier die... was tun wir hier erforschen? Tun wir mal die Jupiter erforschen. Schauen wir, was hier rauskommt dabei. Eden fertigstellen. Genau, da wird Eden fertiggestellt jetzt als nächstes. Eden wurde fertiggestellt. Nutzlast für zuverlässig. Rakete bauen. Neues Design. Oberstufe. Zum Glück haben wir die E-Bot. Oberstufe zu dem Mond geeignet. Ja, warum ist das jetzt hier zum Beispiel nicht geeignet? Nutzlast 500 Kilogramm. 40, 350. Das wäre eine 500er, die haben wir aber nicht. Scheiße. Okay, dann wählen wir das Teil. Und als Booster wählen wir... Zum Glück haben wir das erforscht. Wählen wir den hier. Wähle Teil. Wie soll man die Rakete nennen? Schreibt mal einen Namen in die Chat, Leute. Wie sollen wir die Rakete nennen? Ah, mein Handy. Ich muss gerade schauen, vielleicht ist da schon was über mein... Nee. Wie soll man die Rakete nennen, Leute? Schreibt mir in den Chat. Euren Namensvorschlag, weil Salamander... Hört sich doch jetzt nicht so schick an, oder? Das ist der erste Hund. Wie soll man es nennen? Wenn ihr nicht sagt, mach's ich. was könnte man denn machen? Andromeda. Ich bestätige jetzt mal, es kommt bis jetzt noch nichts. Dann bestätigen 214. Und 6 Monate Bauzeit. Das müsst ihr mal überlegen. Wir müssen noch Forschung festlegen. Kapazität 1000 Kilo. Wird auf jeden Fall erforscht mal. China wird Mondumlaufbahn. Ah, die gehen in Richtung Mondumlaufbahn, China. Wir schicken den Hund hoch. Nächsten Monat. Haushaltsüberprüfung Januar 1959. Oh, wir kriegen 102. Nichts sagen, 192. Oh, schick. Okay, jetzt hat. Wenn die dorthin gehen, kommen wir auch. Haben wir den schon im Bau? Ja, haben wir schon. NASA wird Tiere in den Weltall in 9 Monaten starten. Veranstaltung Open Skies Missing. Es findet eine globale Symposium statt, um Gesetze über den territorialen Raum des Satelliten im Orbit zu erlassen. Die vorgeschlagene Vertrag besagt, dass alle Nationen freien Zugang zum Weltraum haben sollen.
Deine Berater sind der Meinung, dass die Unterstützung dieser Phase diplomatische Beziehungen zu den anderen Weltraumbehörden verbessern wird, auch wenn sich die Ablehnung des Vertrags bei Teilen unserer Medien als beliebt erweisen könnte. Wir dürfen nicht unbedingt gegen jeden jetzt shooten anfangen. Andromeda wird auch in einer Folge fertig. Wir haben jetzt 400.000, wir können jetzt Mission Control mal bauen. Vielleicht sollten wir erstmal. Mission Control kommt hier seitlich. Oh, jetzt habe ich. Ja, jetzt habe ich zu viel ausgegeben. Hoppala. So. Jetzt haben wir unsere Andromeda fertiggestellt. Startvorbereitungen. Training. So. Startdatum August. Liedes Amerika, du kommst uns nicht vor. NASA wird es nicht schaffen, vor uns irgendwas hinzukriegen. Da sind wir zu schnell. Wir sind einfach zu schnell. Nächster Monat. 256. Basis bauen. Mission Control. So. Und? Oh, das Tier kommt ins Weltall. Wir bleiben vorne. Optimales Datum. Mission starten. Das sind immer noch kleine Raketen, finde ich. Das sind immer noch echt kleine Raketen. Wir müssen mal ein bisschen massiver werden. Wo bleibt Space Shuttle? So, ich würde sagen... Scheiß drauf. Rakete hoch. Los. Der Hund wird's überleben. Bisschen Regen. Meanboy, Hallöle, wie geht's, wie steht's? Wir starten gerade einen Hund in den Weltraum. Vor den Amerikanern. Und vor den Russen. Und vor den Chinesen. Und die Chinesen wollen zum Mond. Komm, Separation. Ich will die Separation sehen. Och, Mann. Und? Ach, komm schon. Eine Runde weniger. Oh. Aber wir kennen unsere Booster mal besser. Wir werden unsere Booster besser kennenlernen. So. Ich weiß schon, dass du es bist, Minix. Okay, was passiert jetzt, Hölle? Erreichen der Erdumlaufbahn. Neue Mission. Okay. Sammle 1 und 3. Sammle 2 und 6 wollen sie. Wir haben auch nur 3 Runden. Bedeutet, ich glaube, wir machen erst 2 davon. Kommandos bestätigen. Check. Da drin ist ein Hund. Das finde ich das Geilste. Da drin hockt ein Hund. Ich glaube, der kommt nicht mehr runter. Ah, hat auch gut geklappt. Geil. Dann müsste in der letzten Runde alles klar gehen. Weil ich überlege gerade, was ich machen könnte, damit es... Weißt du, ich hätte nur mal so 4 Runden, jetzt habe ich nur 3. Das funktioniert nicht. Also jetzt die zwei Runden verbleibend. Oder? Wir machen das jetzt mal. Bitte funktioniert... Ja! Huh! Knapp! Huh! Ich würde nicht gern doch die Doppelmission schaffen. Yes! Annehmen, okay. Schick. Also hätten wir das schon mal geschafft. Oh, letzte Runde.
Scheiße, das geht nicht. Wenn das schief geht, geht das schief. Risiko oder nicht Risiko? Sollen wir safe gehen? Oder sollen wir erst versuchen, mal hier ein bisschen zu riskieren und die doppelten 50% zu erreichen? Was sagt ihr? Lieber Chat, was sagt ihr? Was ist eure Meinung? Mach mal Risiko, oder? Risiko. Ich weiß nicht. Yes! Oh! Okay. Bitte, bitte, ich will nicht hingucken. Fuck. Fuck. Wiederherstellen kann ich es auch nicht. Aber es war trotzdem Erfolg. Also es war eh safe. Fast. Das stimmt auch wieder. Es war so knapp wieder. Aber erstes Tier mal hatten wir natürlich. Wir sind mal wieder hier die Profis. Leica Held. So, Mond will jetzt an, soweit ich jetzt weiß, als nächstes China machen. China will zum Mond fliegen. Bedeutet, Mission Control ist das nächste große Event, was sie haben. Nächstes Event ist Mission Control. Der schaut so den Hund von den Amerikanern aus. Pioneer haben wir fertiggestellt. Wir tun jetzt mal den Atlas Booster erforschen. Und können wahrscheinlich, denke ich mal, ah ne, warte mal, dafür müsste ich wahrscheinlich nur zum Mond. Mondumlaufbahn, Mission planen. Geringere Baukosten. Verbesserte Beobachtungsmodule. Bauen wir. Und natürlich fehlt mir wieder das Geld. Kann ich eine weitere Mission annehmen? Nein. Keine Missionsslots verfügbar. Atlas-Forschung completed. Nochmal Delta-Forschung noch. Bauen. Und China ist rübergeflogen. Scheiße. China erreicht Mondumlaufbahn. Leistung herunterspielen. Lob an China. Ah, scheiße. Mission Control ist fertig. Delta-Forschung erreicht. Startet nächsten Monat? Was haben denn die Japsen eigentlich die ganze Zeit gemacht? Wie können die schon wieder zwei Missionen gleichzeitig starten? What the fuck? Was haben die, was ich nicht habe? Oder kann ich jetzt mit Mission Control sozusagen zwei Missionen gleichzeitig? Nee. Achso, meine schon abgeschlossen. Jo! Mit Mission Control gehen zwei. Tierischer Strahlungstest. Orbitaler Funk. Jetzt ist es natürlich so. Schauen wir uns mal an, wie es hier bei der Mission ausschaut. Plan einsehen. Wie lange dauert der Bau? Noch einen Monat. Könnte eng werden. Ich weiß nicht, wie viel ich für einen Starter brauche. Deswegen warte ich da jetzt lieber. Keine Forschung festgelegt.
Wir machen Astronautentraining. Wir brauchen diese Astronauten jetzt nächsten Monat. Nutzlast ist fertiggestellt. 86%, das ist gut. Rakete. Neues Design. Oberstufe. Sagen wir mal den Preis von beiden, ne? Wir nehmen die für 93.000. Hier haben wir die auch schon nicht getestet. Das ist wieder der Vorteil. Wir wählen das Teil. Und ja, wir haben nur das typische Jupiter-Gerät. Die Atlas dürfen wir nicht verwenden. Ah, da brauchen wir die erforderliche Startrampe für. Hups. Wähle Teil. So, wie sollen wir die Rakete nennen, Leute? Habt ihr eine Namensidee? Habt ihr eine Namensidee? Le Name, le Idee, le Colossee. Wie soll die Rakete heißen? Nenne sie, jetzt bin ich gespannt. Nennen wir sie Okay, passt. Also, haha. Das ist die bestätigen. So. Wie teuer denn noch? Ich hab nicht so viel Kohle. Wie viel Kohle kriege ich? Bitte, 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 bitte. Ich brauche mehr Kohle. Ist China auch schon in der Mondumlaufbahn? Was meintest du denn dann? Das dauert Ewigkeiten wieder alles. So, jetzt machen wir einen gemeinsame Mission. Diplomatische Mission. Ach so. Ja, ich war ein bisschen zu schnell mit meinem Finger. Diplomatische Mission, Herausforderung. Forscher haben vorgeschlagen, einen Hund ins All zu schicken und eine Saison. Kostenmission übernehmen. Okay. Mission planen. Wir machen den Energy. Besatzung. Oh, jetzt kann ich mir Besatzung anstellen, oder was? Du musst dein Auto... ja, ich muss die erste richten. Forschung fertigstellen. Genau. Neue Startrampe wäre für unsere großen Raketen dann gleich gar nicht doof. Nächster Monat. Schau mal, wie viel kosten diese blöde Astronautenkomplex dann eigentlich? 300.000. Ja, easy. Eden ist fertiggestellt. Optimierung verfügbar. 100.000. Deine Ingenieure haben eine Möglichkeit gefunden, den Schlüsselkomponenten der Pionier Nusslas für eine bevorstehende Mission zu optimieren. Sollen wir es optimieren? Dann wären wir bei 96%. Ist eigentlich eh schon relativ. Dann wären wir eh bei 86, sind wir eh schon relativ. Was? 90%? Das reicht doch eher, oder? 100.000, die bräuchten wir eigentlich. Nächsten Monat könnten wir uns dann Dings leisten. Weil nächsten Monat können wir uns aus Astronautenkomplex leisten und dann sind wir schon mal einen Schritt weiter Richtung Ding. Mondlandung. Ich wäre dafür, dass wir ablehnen. Lehnen wir ab, oder? Welt. Nächstes Fahrzeugdesign, oh, ja. Jetzt ist meine Rakete auch noch zahlen. Ah, yeah. Lena, ja, habe ich auch gemacht. Gut, dass ich... Oh Gott, ich darf wieder so ein großes Teil starten. Die Dinger sind Schweine... Ach so, genau. Ja, zum Glück habe ich nur die Hälfte zu... 54% Partnerrabatt angewandt. Das finde ich gut. Bestätigen. Fahrzeugbau. Okay, zum Sonnensystem. Uns fehlt trotzdem immer noch die Kohle. Da fliegt was Russisches wieder.
Wir können mal Diplomatie schauen. Wir stehen mit den Russen richtig gut. Kann ich speziell mit den Russen was machen? Russen. Das sind die Chinesen. Mission Control Erweiterung. Derzeit keine Tiere im Weltall. Bevorstehender Start Mondumlaufbahn. Wird fertiggestellt. Nein, wir wollen nicht daran verbessern. NASA-Umlaufbahn, ich weiß. Wir starten zuerst. Training. Natürlich wieder hier drauf. Und. Also, da kann ich. Startdatum August. Perfekt. Hund im Weltraum. Wird fertiggestellt in 3 Monaten. Okay. Also muss ich noch selber bestätigen. Okay. Starten. Wir sind. Zank-Zyklon. Kann man das Spiel auch weiter in der Zukunft anfangen? Irgendwie sind mir die ersten Schritte so langweilig. Keine Ahnung. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich spiele es heute zum ersten Mal. Klar, es ist wahrscheinlich nicht immer so spannend. Ist ja natürlich, man kennt es irgendwie natürlich, aber ich glaube, später wird es auch nicht. Ich glaube, es ist immer fast dieselbe Routine. Ich weiß es aber nicht. Aber ab morgen sollte ich eine RTX 380 dann haben. Da muss ich nur noch schauen, dass ich die Kabel dementsprechend besitze. Dann alles anstecken und dann sollte ich Corpus Space Program auch streamen können. Angemessene Bedingungen. Fortfahren. Aber jetzt erweitern wir dann eh. Ja, Japan, aber die haben dafür noch keinen Hund hochgeschossen. Ich habe zuerst auf den Hund fixiert. Sie haben direkt auf den Mond fixiert. Also eigentlich sind wir relativ gleich auf, denke ich noch. Ich bin sogar ein bisschen flotter als viele. Wenn du überlegst, dass Amerika überall hinten ist, was eigentlich ja in echt vorne ist überall, ist es schon irgendwie traurig. Oh, gar nicht mal so schlecht. Sicherer Start, keine Missionseffekt. Ich will mal ins grüne Bereich reinkommen. Wir haben was über unsere Jupiter-Teile wieder gelernt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Über die was zu lernen. Das ist aber Erde im Hintergrund, Leute. Du fandest Translunar Injection. Sammle. Was ist denn das jetzt? Okay, ich habe 4 Runden insgesamt Zeit. Schauen wir uns mal an, was wir machen können. Ich habe 6 Energie. Oh Gott, dann ist es wieder ganz, komplett anders. Ich muss gerade schauen, was wir machen können. Also mit dem kann ich das hier bekommen. Ich kann das hier aber auch bekommen. Mit dem kann ich dann 3 davon erforschen. Mit einem davon kann ich... What? Warte mal. Kannst du auch mehrere Raketenfabriken bauen, die Startzahlen... Ja, nee, dafür musst du Mission Controls bauen. Wie gesagt, ich habe jetzt mittlerweile 2. Aktuell läuft noch eine Hundemission noch. Ich glaube, das war auch einer meiner größten Fehler, warum China und Japan so weit vorgekommen sind. Die hatten wahrscheinlich 2. Aber gleichzeitig musst du überlegen, ich brauche irgendwie Geld. Bedeutet, ich muss erstmal schauen, dass mein Haushalt so hoch ist, damit ich mir das überhaupt leisten kann, mehrere Raketen gleichzeitig zu starten. Und meine... Ich sitze zu hoch, glaube ich. Um Gottes Willen. Ach, guck mal, ich habe 3 Kommandos, die ich jetzt in einer Runde machen kann. Und ich kann jetzt das, das und das machen. Funktioniert? Ich sehe jetzt mal so, dass ich hier jede Woche muss eine hoch. Ja, das wäre schon fast SpaceX-Rate. Oh, grün! Zusätzlich 1. Oh. Das ist cool. Hat es damit überhaupt eigentlich provoziert? Nee, ne? So, und damit haben wir jetzt 3 erzeugt.
geht jetzt hier rein. Das hätten wir schon, die vier extra hätten wir erforscht. Jetzt bräuchten wir nur fünf noch. Warte mal, damit. Ich brauche voll viel Energie wieder für. Drei Runden verbleiben bedeutet, ich könnte voll da drauf setzen. Damit erzeuge ich aus zwei wiederum doppelt davon. Wenn ich dann wiederum jedes Mal von ihm eins verwende, kriege ich wieder drei raus. Mit so. 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 Jawohl. Oh, und wieder ein grüner Bereich. Geil. Alter, das ist ja voll Lack. Wie geil ist das denn? Okay, jetzt habe ich noch eins davon. Aber wir wollen ja auf 5 hoch. Das war ja der echte Plan. 5 davon insgesamt. Jetzt haben wir 3 von da. Ein Stück, ups. Jetzt kann ich die zwei eigentlich verwenden. Um zwei davon zu erzeugen, dann bleiben mir noch 4. Kommando bestätigen. Easy. Bei der Rakete macht mir echt absolut gar keine Angst davor, irgendwie was fehlzuleiten. Das geht. Da ist der Antrieb mal kurz ausgefallen, Jungs. Wiederherstellen aber. Mission abgeschlossen. Also ist auch abgeschlossen, sobald du... Oh, schicke Animation. Man muss schon sagen, sie haben es nicht schlecht gemacht. Weil es gibt eine zweite Runde. Ach, komm schon, Jungs. Das hat jetzt... Oh, Gottes Willen. 4 Runden verbleibend. Und jetzt... Ich habe die dritte Komponente jetzt immer dabei, oder was? Scheiße. Okay, ich kann zwei davon... Also ich brauche insgesamt 6 und 7. Wie kann ich zum Beispiel jetzt viel von dem roten Zeug wieder... Ein mache ich 2 davon. Rein theoretisch kann ich... Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ach komm, leck mich doch mal. Das gibt's nicht. Wiederherstellen. Wir verwenden hier eh fast keine Energie aktuell. Und ich glaube, wir kriegen das trotzdem wieder gut hin. Hä? Wieso ist jetzt eins raus? Achso, wollen wir es verwenden. Und wieder hoch. Nice. Was kriegen wir jetzt extra? Noch eins von denen. Geil. Okay. Was, der Satellit ist so gut gewürfelt, dass er im Mondorbit gekommen ist. Vielleicht kommst du nach dem nächsten Splash zum Mars. Ja, Mars ist, also das Endziel, soweit ich das jetzt gesehen habe, ist, dass du auf dem Mars eine Kolonie errichtest. Das ist sozusagen die Endphase von dem Game. Aber was habe ich jetzt eigentlich gemacht, damit das hier so kacke ausschaut? Hier schon, jetzt kann ich das machen. Kann man das bestätigen? Nice. Annehmen. Geil, funktioniert auch gut. Hat auch gut funktioniert. Und du auch, jawohl. Zack. Was jetzt? Jede Missionsaufgabe hat einen Bonus. Was mache ich denn die ganze Zeit? Hat er das nicht mitbekommen? So, okay. Wir müssen jetzt noch 3 hinzukommen. Ja, sorry, ich muss leider weg.
Hat auch Spaß gemacht. Danke für Mean Boy fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Stream oder beim nächsten Video wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. Morgen müsste. Was kommt morgen? Kerbal Space Program kommt morgen wieder auf YouTube. So. Wir brauchen noch drei. Oder zwei von denen einfach, oder? Ansonsten hängen wir noch einen von dem hinten dran. Kommando bestätigen. Magnetfeldanalyse. Okay, ich hätte echt gedacht, das ist komplizierter jetzt schon. Aber es ist einfacher als erwartet irgendwie. Noch. Ich will es nicht verschreien. Easy. Zweimal doppelte Punkte, doppelt so viele Punkte. Dritter. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt so umwerfend. Schließt die 3-Meilenstein-Mission ab. Die gehen ja voll ab. Was kriege ich denn jetzt alles? Ist doch geil. Forschungsboost. Und wir haben wieder mal unseren lieben Freund, den Amerikaner, überholt. Alter, ist überall was im Weg. Das ist grausam. Kann man... 1500? Okay, mach mal das. Bitte lass mich es noch bauen. Ja, gut. Bauen. Gut, Mission für Astronauten. Mittelgroße Startrampe ist schon auf dem Weg. Ein Slot ist noch verfügbar. Dann würde ich atmosphärische Probe nehmen. Machen wir nochmal eine billige Aufgabe währenddessen schnell. Einfach damit wir was hochschicken. Mittelgroße Startrampe completed. Gebäude für Fahrzeugmontage. PR-Büro, Mission Control Erweiterung. Möglich deine Agentur mehrere gleichzeitige Einsätze zu planen. So, okay, warte, wir müssen jetzt mal schauen. Fahrzeuge haben minus 25%, okay, für 5 Monate. Also eigentlich müssen wir das jetzt voll ausnutzen. Aber ich kann auch nicht 2 forschen, ne? Basis. Kann ich das upgraden oder wie läuft das jetzt? 500.000, Alter, ist das uncool. Nächster Monat, Scout-Forschung completed. Mond erforscht, over 9000, genau. Belgius. Nächste Benachrichtigung. Als Start vorbereiten. Hund in den Weltraum, Startdatum festlegen. Also machen wir erstmal hier Training festlegen, ne? Dann Startdatum setzen wir auf November. Und dann... Dich, Training auf Forschung, Startdatum auch auf November. Check. Zweite Ära erreicht, Forschung des Weltraums. Forschung. Sag mal, die Able noch. Wir müssen jetzt halt das jetzt gerade ausnutzen. Das bedeutet, wir werden vielleicht ein bisschen zurücksetzen, aber dafür haben wir nachher einen Vorsprung, hoffe ich mal. Was? Geh zur aktiven Mission. Und beide nicht bestätigt, was? Nicht so. Also. Able-Forschung completed. Die Japsen schießen eine Rakete hoch, wir schießen 2 hoch. Optimales Datum, perfekt. Diplomatische Mission mit den Russen zusammen ist das. Das ist unsere Hundemission. Die Dinger sind schweineteuer. Mission starten. Oh, wir starten dann beide hintereinander, oder? Was startet zuerst? Ich glaube Hund, oder? Zuerst startet der Hund. Was ist das? Nee. Oder? Nee, ist unsere kleine Rakete, unsere billig Rocket. Schlechtes Wetter, ja. 66%. 66% reichen mir auch noch vollkommen aus. Hoch mit dem Ding! Das geht doch gut.
Schaut eher aus wie eine ICBM eigentlich, wie man so sieht, ne? Mehr so eine Atomrakete. 36%. Rakete im Regen, ja. Zum Glück kein Schnee, sonst würde ich mir hätte ich Angst ein bisschen, ne? Wäre schon damals mit dem Space Shuttle und so. Ja. Missionsbelohnung plus 100, das macht es auf jeden Fall schon mal vorteilhaft. Aktive Mission. Bereit zum Starten. Bei uns geht es jetzt richtig ab. Wir bauen noch ein Mission Control. Alter, bin ich voll überbelichtet? Was ist jetzt los? Oder schaut das bei mir nur so aus? Warte mal. Noch ein bisschen down hier. Ich weiß nicht, warum das so overbelichtet gerade ist. Alter, ich bin ja voll hell. Ich bin ja hell wie Sau. Das schaut super aus. 92% Startzuverlässigkeit. Holla. Spricht der Französisch? Ist es, wenn du den Amerikaner spielst, dass das in Englisch sprechen? Das wäre cool. Und unser Hund mit den Russen fliegt wieder nach oben. Tschüss, Bello. Viel Spaß auf dem Mond. Schau mal. Bitte. Och Mann, ich wäre so gerne im grünen Bereich einmal. Aber wir erforschen wieder unsere Jupiter-Teile. Wir werden immer zuverlässiger. Hund im Weltraum, 1960. Sammle 3 und 2. Bedeutet, ich muss eigentlich 6 und... Okay. Alter, what? Euer Ernst? Das ist assi. Beim ersten Mal gleich. Das ist gut. Das ist nett. Das finde ich toll. Das ermöglicht nicht mir einfach viel mehr. Ja, so ist nett. So ist lieb. So ist brav. Sind wir nicht schon mal 4 hier? Ja, so wollen wir das sehen. Fünf bedeutet eigentlich letzte Runde. Einmal Energie. Oh, das brauchen wir gar nicht. Wir machen das hier. Kommandos bestätigen. Genau deswegen. Ah, das wird ja wieder de-encrypted eigentlich. Zack. Wieso die direkte Warnung geht so? Achtung, Achtung. Niemals im Zweifel. Zack, und Mission abgeschlossen. Wieder richtig viel Punkte natürlich erhalten. Forschung wieder tonnenweise. Herausforderung angenommen. Gemeinsamer Weltraum. Alter, wie die Erde. Aber schaut, seht euch das mal. Das schaut ja aus, du. Forschung. Ich muss jetzt einfach die Ariane Oberstufe Booster. Ach, das sind dann die Sachen wieder auch wieder an. Basis wird auch gebaut, brav, aber da können wir uns noch nichts leisten. Nochmal nächster Monat. UFO-Fieber, Spekulieren zurückzuweisen. Während dein Forscher darauf verdrängt, die Geschichte zu verwerfen, hat das PR-Team den Potenzial erkannt, das Interesse. Wir tun mal ermutigen. 100 Stunden Unterstützung mehr. Alter, wir sind Rang 4 schon. What? Finanzierung. Rang 4, Rang 5 mit... Oh, da kriegst du 1500. Lecker, 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 lecker. Wir tun jetzt von der Ariane noch die andere Stufe erforschen. Wir haben noch wie viel? 2 Monate. Das müsste sich für einen mindestens noch ausgehen. Basis können wir uns noch nichts leisten. Ich könnte Raketen... Warum sagt mir denn keiner, dass ich Raketen bauen soll? Ariane 1 erforscht. So, ja, machen wir gleich. Ich hätte gern noch... nochmal eine Teststart hier. Ganz simpel.
Eine Höhe fertigstellen. Yep, zum Sonnensystem. Dann, zurück. Können wir vielleicht noch eine Mondmission machen? Anfragen. Das bringt nicht richtig viel Kohle. Verbesserte, geringerte Baukosten. Nee, ich will den Standard. Bauen. Dort 2 Monate. Dann müssten wir sogar das wieder ausgeglichen haben, was wir verloren haben. Forschung geht jetzt in die Delta-Stufe. Und Besatzung verfügbar. Mhm. Gehalt ist natürlich höher bei denen. Ich stelle mal einen Athleten ein und einen Navigator. Die kosten mich natürlich wieder Kohle. Nächstes Event? Nein. Oh. Delta-Forschung completed. Jetzt haben wir hier nichts mehr und jetzt machen wir... Wir versuchen jetzt auf den Mensch im Weltraum zu gehen. Ja, wunderschöne Astronauten habe ich hier. So. Jetzt ist die Höhenforschung auf jeden Fall fertig gemacht. Für den Start vorbereiten hier. Setzen wir auf Mai. Verbindung zum Chat ist mir schon wieder abgerissen. Ne, Astronauten bleiben sie, aber ich könnte gleich die Namen komplett ändern von denen. Aber wir sind ja keine Russen, bedeutet Kosten um Nord ergibt ja auch keinen Sinn am Ende. Also Kosmonaut ergibt ja keinen Sinn, wir sind ja nicht die Russen. Zum Sonnensystem zurück, dann aktive Missionen. Wir müssen hier natürlich noch eine Rakete bauen, können wir uns überhaupt jetzt leisten. Neues Design. Wir können die nehmen, jawohl. Die würde ja voll reichen eigentlich, ne? Kostet auch weniger. Wähle Teil. Bestätigen. Kann direkt gebaut werden. Geil. 5 Monate Bauzeit. Aber sie wird gebaut. Jetzt brauchen wir den Mercury. Dokumentarischer Rundgang. Möglicherweise ein Programm erfahren könnten, wenn sie eine solche Dokumentation veröffentlichen würden, was? Ein Dokumentarfilmteam hat eine Führung durch deine Astronauten-Trainingseinrichtung gebeten. Sicherheitsleute haben jedoch darauf hingewiesen, dass alle andere Behörden möglicherweise... Ach komm. Zahlen Unterstützung dafür. Ein bisschen Wissenschaft, ne? Dafür ist die Mercury-Forschung completed. Wir gehen jetzt voll auf Wissen. Also meiner Meinung nach ist Astronaut Englisch und Deutsch würde ich Kosmonauten nennen. Denn man fliegt in den Kosmos, nicht in den Astro. Lassen wir doch Google mal entscheiden. Was bedeutet Astronaut auf Deutsch? Hier ist eine Zusammenfassung von Wikipedia. Ein Raumfahrer ist ein Teilnehmer an einer bemannten Expedition in den Weltraum. Die chinesische Raumfahrtorganisation CNSA verwendet in englischsprachigen Berichten meistens die Bezeichnung Astronaut, teilweise aber auch die Bezeichnung Taikonaut, gelegentlich auch Kosmonaut bzw. Kosmonaut. Also in Deutsch wäre es Raumfahrer. Nach dem Teil hier. Aber ich glaube, das machen wir nicht. Also Raumfahrer. Nee. Mission starten. Optimal grünes Licht hier. Nochmal. Das kann ja gar nicht mehr verschieben. Der schaut zu schlecht aus. Ah, scheiße. Los geht's. Ab in den... Oh. Man darf nichts drücken.
Also eh die Standardrakete. Komm, grün. Ach, leck mich doch. Einmal ins Grüne, bitte. 5 von 5. Die kann jetzt gar nicht mehr schlecht werden. Fahrzeugveteran. Ich hatte Teststart. Was? Echt? Ich habe was beendet? Okay, kann ich jetzt hier? Mensch in den All. 9 Monate. Ach du Scheiße, die Russen sind schon auf dem Weg. Ne, warte mal, sind die Chinesen? Die Chinesen sind mir echt auf dem Fersen, ne? Fuck, und die kostet auch noch so viel. Standard. Die kostet immer schweineviel Geld. Wenn diese akzeptiert wird, wird von deiner Agentur erwartet, dass sie die Satellitenbildgebung-Mission innerhalb von 3 Jahren das aktuelle Datum abschließt. Du wirst sofort erhalten. Satellitenbildgebung. Dankeschön. Ja, Taikonauten ist halt wieder chinesisch, ne? Es ist halt wirklich Land für Land. Also zum Glück sind wir da eh schon auch auf dem Weg hin. Oh, geil. Unterstützer verdient. Vorbereitung abgeschlossen. Make ready. Vor September Liftoff. Nein, ihr startet jetzt keinen Menschen ins All. Oh, wir haben 250k dazu verdient. Mission starten. Es geht wieder los, Richtung Mond. Es wird immer schneller, es dauert bloß immer so. Ich glaube, der Start ist halt wirklich in jedem Spiel langsam. Ist halt in jedem Spiel langsam. So, und jetzt halt werden wir dunkel. Das ist immer, wenn wir auf den weißen Bildschirm kommen, glaube ich. So, okay. Super Wetterbedingungen. Hä, wieso hoch? Egal. 4, 3, 2, 1. Liftoff. Ignition. Egal. Ich würde gern vor den Chinesen einen Astronauten hochschicken. Das wäre jetzt so mein Ziel. Schauen, dass ich so viel wie möglich oder so schnell wie möglich den Astronauten hochschicken kann. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch eindeutig hier... Ja, okay, ich habe auch wieder andere Systeme verwendet. Fortfahren. Ja, bla bla bla. Sammel 2 und 4. Sollte ja gehen. Wollt ihr mich verarschen? Die ist sowas von unzuverlässig. Die ist ja nur unzuverlässig. Oh, das hat jetzt gut funktioniert. 4 und Ding. Kann ich aus einem, das kann ich höchstens daraus machen und daraus kann ich dann wieder, das bringt sich aber nichts. Ich brauche den einen, wir machen jetzt hier. Selbst mit kaputten Raketen kriege ich das hin. Irgendwie funktioniert das schon. So. Perfekt. Fortfahren. Wir sind auf dem Weg wieder zum Mond. Sammle 3 und 4. Wir haben wieder unsere kaputte Rakete, ne? Komm, ach komm, leck mich doch einmal. Es war so klar, dass das wieder kaputt geht.
Wir haben 3 Runden verbleibend. Eine kann ich mal verwenden. Es ist so klar. Wir müssen wenigstens positiv kommen. Wenigstens einen guten Abschluss. Das wäre nicht toll. Also halt echt, die Rakete ist im Arsch. Haben wir 2. Noch eine Energie reinsetzen. Das ist der erste, der funktioniert. Ich bin gerade erstaunt. Letzte Runde. Letzte Stunde. Können wir es überhaupt noch schaffen? Nope. Wir können nur noch... Komplett nur so, es ist die ganze Zeit ein Fehler. Das Ding ist im Arsch. Wieder da dazu bekommen, perfekt. Soll es wirklich das Geräusch machen? Schön, dass man das auch so mitkriegt. Aktive Mission. Mensch ins Weltall, jawohl. Design einer Rakete. Schick. Wähle Teil. Wollen wir verarschen? Ich muss die Startrampe dafür bauen. Kacke! Mann! Und die Rakete kostet allein 400.000. What? What? Wähle Teil. Passt. Fahrzeugbau. Bestätigt. 5. Wir müssen jetzt in der Basis ganz schnell noch eine Startbahn bauen. Wie groß ist denn die? Oh Gott. Hier wird sie hinkommen können. Nein, und das gehört dazu. Das kostet 700.000. Kann ich das irgendwie so platzieren, dass das passt? Kostet Bewegen denn was? Ja klar, kostet es was. Das kostet wesentlich weniger. Es kostet mich was nichts. Das geht noch. Dann 6 Monate Bauzeit, leck mich doch am Arsch. Okay, aber wir haben dieses dann gleich mal gebaut. Geosforschung erfolgreich. Mensch, Alter. Die sind alle so schnell unterwegs. Was soll denn das? Mars-Vorbeiflug. Mehrfach bemannter Orbit. Ein bedeutender Meilenstein der Geschichte der Menschheit ist eine die Rundung der Besatzung entscheidende Technologien und Wissenschaften. Gehen wir den Weg? Damit wir zur Mondlandung kommen? 0 von 2. Also müssen wir beides schaffen, oder was? Oh. Dann machen wir jetzt den Mars-Vorbeiflug. Der interessiert mich. Mission planen. Ich brauche jetzt einfach gerade viele billige Sachen. Sowas zum Beispiel. Was jetzt fertig? Der kleine. Startvorbereitung.
Schifffahrt fahren. Startdatum Februar. Mission aufsetzen. Teststart Atmosphärenprobe fertiggestellt. Condor fertig. Ich wette, die. Mission Start, das ist eh. Das ist jetzt relativ uninteressant eigentlich. Mich interessiert nur, was am Ende jetzt rauskommt, gerade ehrlich bei denen nur noch, bei den Simplen. Ich will einmal in den grünen Bereich kommen, komm schon. Ey, das gibt's nicht. Also China hat natürlich so Satellitenbildgebung gemacht. Stimmt, das müssen wir jetzt auch noch starten. Oh, Besatzung. Okay, fortfahren. Besatzung. Bestätigen. Hä? Astronaut zuweisen. Bestätigen. Die wird ja erst fertig. Ah, so. Bildgebung, Mission planen. Satellit. Scheiß drauf, 400.000 zahlen. Danach kriege ich auch nochmal 750.000. Das kann mich sowas von boosten. Nächster Monat. Mittelgroße. NASA hat eine Mondumlaufbahn beendet. Ja, das war jetzt wieder ganz, ganz toll, mein Freund. So. Na, das können wir nicht zulassen. April Startdatum. Wir werden die Ersten sein, die einen Menschen in den Weltraum schicken. Punkt um. Die Ferne verschiedener Länder ist eine Reihe auf Ausstellungen entstanden. Die Bilder aus deiner jüngsten Mission, Fotografie der fernen Heimsphäre des Monds, zeigen die ersten Blicke der Menschheit auf der anderen Seite des Mondoberflächen. Oh, cool. Mars Vorbeiflugmission abgeschlossen. Au, Ära 2 erreicht. Geil. Boah, geilo. Okay, wir sind immer noch vorne. Die Russen sind aber ganz knapp hinter uns. die haben noch einen Monat, okay. Bedeutet, es darf jetzt hier keine Verschiebung geben, ansonsten sind wir gearscht. Oh, die große, das mittelgroße Startpad. Starttag Condor 1962. Gute Wetterbedingungen. Reduzieren das Ganze. Fortfahren. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. We have liftoff. Alter, das ist schon irgendwie geil. Ja. Das war nicht toll. Minus 200, ja, es ist verständlich. Killed in action. Scheiße. Wir müssen trotzdem weitermachen. Wir müssen jetzt Missionen schaffen. Tribut, ja. Also wir können jetzt auch nicht aufhören, weiter zu forschen. Dieser Tod muss uns nur noch anspornen, weiterzumachen. Alter, allein der Booster kostet uns sau viel Kohle.
mal zurück. Ich will mal kurz gucken. Oberstufe. Ist die der... Die ist sogar günstiger. What the fuck? Was sind das alles für Teile? Also nehmen wir die hier. Nee, warte mal. Abbrechen. Wählen und nehmen... Das Teil hier. Wähle Teil. Bestätigen. Das war jetzt natürlich fatal. Und auch nicht schön. Aber hey. Wir waren hier überall der Erste. Ja. Das war's wohl mit dem Ersten sein. Nächster Monat. Nächster Monat. Somit haben die Leute uns natürlich überholt, aber was soll man machen? Nein, wir setzen uns auf ein kleines System. Fertig aus, die kommt auf ein ganz kleines. Bestätigen, können übertreiben, machen wir aber nicht. Ergibt ja auch keinen Sinn. Bestätigen. Wir kommen nicht mehr hinterher mit der Mission. Das ist einfach over. Da haben wir jetzt total einfach verkackt. So, nächste Rakete fertiggestellt. Das ist ja irgendwie jetzt schon... Also das ist traurig, ist... Du wirst auf Februar angesetzt. Missionszeit abstarten. Was kommen die internationale Gefug? Ja, das Agenturversprechen ändert sich dem. Achso, ja. Ja, nee, die ist ja eh schon im Bau. Wettlauf zum Mond, ja, das werden wir gewinnen. Was? Wir haben Insel. Wir haben nichts plus gemacht, scheiße. Mission starten. Nächste Rakete, wieder eine kleine. Plus, aber wir haben plus 90%. Fortfahren. 5, 4, 3, 2, 1. Und Ignition. Und Liftoff, wir haben Liftoff für unseren Mini-Satelliten. Die fliegen auch immer links, rechts, oben, unten. Alter, was ist denn los? 1-2-4-4 geht von einem Modul in den ersten Runden des Aufruhrs. Irgendwas passt nicht. In letzter Zeit sind wir richtig schlecht wieder. Unsere eine Rakete explodiert, die andere funktioniert nicht. Auf eine Runde deaktiviert wegen Nutzlastversagen. Ja, wenigstens das funktioniert. Halleluja. Das funktioniert sogar richtig gut. Und das macht uns dann hier natürlich nur noch das hier umso schmackhafter. Nice. Und das hier auch noch. Ach komm. Ja, okay, aber das ist jetzt wurscht. Das eine. Abgeschlossen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir so viel wie möglich hinkriegen. Wir hängen so hinterher einfach. Hat Sonnenwindüberwachung beendet. Wie viel gibt es in Mondaufgaben? Es gibt noch 1000 Forschung und 300 davon. Kostet halt wieder schweine viel Geld. Anfragen, hier gibt es einen orbitalen Funk wieder. Nächster Monat.
Die Helikon wird in 2 Monaten fertiggestellt und im Monat drauf kann die wahrscheinlich gestartet werden. Wir haben 500.000 fast wieder im Konto. Ach komm, machen wir eine. Noch eine Mission zum Mars. Ich glaube, ich kann uns auch nicht schaden. So ist immer noch am besten. Zack. Baut das Teil. Mehrfach bemannte Mission. Dann tun wir die Gemini erforschen. Pioneer ist fertiggestellt, genauso wie die Rakete. Nächste Benachrichtigung. Gemini ist ready. Startvorbereitungen. Wissenschaft erhöhen. Startdatum Mai. Das passt gut. Setup bestätigen. Dann müssen wir hier noch eine Rakete bauen für die Pioneer. Neues Design. Wir müssen mal wieder in Raketenteile investieren, glaube ich. Startzuverlässigkeit 44%, das ist gut. Und hier verwenden wir die Konstellation, die ist auch wieder sehr gut getestet. Wir bestätigen und bauen die Rakete Richtung Mond wieder. So, dann würde ich sagen, Mission Start. Wir sind eh hinterher schon wieder überall. Die Amerikaner sind uns 1 Monat zuvor gekommen. Dreck. Ne, ich verwende ja die einzelnen Teile, oder? Das müsste eigentlich auch den Sinn ergeben, oder? Aber klar, ich könnte mir eigentlich mal eine Rakete bauen, die mehrfach verwendet wird. Das stimmt auch. Probieren wir mal beim nächsten Mal aus. Wenn wir noch eine Mondmission machen, versuchen wir da draus gleich ein System zu machen. Mit dem wir zum, dann noch die, keine Ahnung, die anderen Sachen machen. Und Liftoff. Jetzt wird Rakete nach Rakete gestartet, ich sag's dir. Rakete nach Rakete. Das wird jetzt was Spannendes, du. Und? Ist... -1 Strom für die Dauer der Mission. Alter, das regt mich schon wieder auf. Unser neuer Satellit und gleich macht er Probleme. Toll. Oh Gott, nee, jetzt sind es 3 Sachen. Holy shit. Ich würde sagen, wir fangen an, indem wir dreimal alles erforschen. Einfach eine gute... Ja, ist... Boah, das macht mich schon wieder sauer, das Spiel hier. So, okay. Also, wir können jetzt, wir haben eh schon fast, wir tun jetzt Einzelenergie verwenden. Einmal von dem und einmal von dem. Da tun wir 4 in das versenken. Kriegen wir 3 wieder daraus und 2 daraus. Also eigentlich ist es so. Und dann so ein guter Weg. So sauer. Ist der Wahnsinn. So, 5, 2 und 2. Wir haben noch 2 Runden. Wenn ich das verwende, kriegen wir dafür jeweils 1. Aber haben halt da wieder zu wenig. Echt gemein zu überlegen, was man macht. Okay, positiv. Auch positiv, das ist gut. Das ist die letzte Runde, genau. Das ist jetzt der Scheiß wieder.
Wenn ich das mache, habe ich hier dann 5. Bräuchte mindestens einen davon. Habe ich hier nur 6 und hier nur 2. Wir hatten 2 Energy. Bedeutet, es dürfte dann nichts schief gehen. Risiko. Geht, ja, perfekt. Ja. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Yes! Boah! Geil! 50% Bonus! Und wie sie jubeln! Geil! Nice! Vierter, geil. Satellitenbildung, ich glaub's nicht. Mars? Oh, Mars ist freigeschaltet, geil. Huch, das sind die anderen Planeten. Ah! Stopp, ich bleib hier. In 5 Monaten wird die Albatros fertiggestellt. Wir haben. Warum kriege ich kein Geld jetzt für die Satellitenbildung? Kriege ich dann, finde ich, noch irgendwie extra Geld oder sowas? 5 Monaten ist, das ist eine Mondrakete, ist das wieder, genau. Das ist eine unserer Mondraketen. Forschung. Wir können uns höchstens nochmal hier dran hocken. Wir brauchen diese Mission. Danke, jetzt haben wir das auch halt endlich. So, derzeit können wir hier Plan einsehen, Plan starten. Gut. Nächster Monat. Oder wir gehen zum nächsten Event vor, glaube ich. Das ist schlauer. Ein großer Schimmer verwendete Konstruktion Mercury nutzen, dass deine bevorstehenden Menschen fällt. Schaden an einer Komponente. Ja, komm. Wir setzen die Komponenten jetzt. Gemini Forschung komplett. Geil. Gemini ist auch erforscht. Aber wir sollten vielleicht mal hier auch forschen wieder. Erlaubt den Bau eines zusätzlichen Forschungslaborerweiterung. Plus 50% im Monat. Fahrzeugbauzeit. Oh, okay. Schaltet einen zusätzlichen Missionsslot frei. Okay. Mhm. Erhöht die Anzahl der Astronauten im Astronautenpool. Mhm. Talent Stufe 2 frei. Alter, gibt so viel einfach zum Erforschen, das ist so eklig. Was? Würde gern mal Terraforming auf der Venus sehen. Mit Abschirmen von der Sonne und Rotationsänderung. Ja, das ist ambitious, würde ich mal sagen. Sehr ambitious. Mercury ist fertiggestellt jetzt. Geil. Nächstes ist das Design. Jetzt tun wir uns mal eine Rakete designen hier. Mercury. Ein Standarddesign. Wir nehmen ein gutes Teil. 81%. Ja, es ist das zuverlässigste Teil, was wir haben. Wähle Teil. Design speichern. Design speichern. Und bestätigen. Bauen. Nächster Monat ist Albatros fertiggestellt und der fliegt auch wieder zum Mond. Startvorbereitungen. Zack. Und November schaut gut aus. Missionsstart. Die Sowjets sind auch schon wieder bewohnt. Startet der Mission. So, ab geht's. Natürlich wieder eine kleine Rakete. Schlechtes Wetter, das tut unserer Rakete nichts. 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Come on. Liftoff.
Und wir fliegen zum Mond. Ja, 60%. Endlich mal wieder. Das ist nur gut für uns. Fortfahren. Ja, ja, das kennen wir schon mittlerweile. Jetzt halt aber wieder positiv. Komm, alles positiv hier. Zwei, dann kriege ich zwei davon und eins davon. Ich setze jetzt aber da drauf. Alter, ist klar, oder? Alter, irgendwie unsere Satelliten machen nur Probleme. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind echt teilweise irgendeine der aktuellen Raketenfirmen. So, das machen. Und oh, noch eins extra, geil. Das hat auch gut geklappt, so nice. Bedeutet, mir fehlt noch ein bisschen was da. Zwei können wir zwei da draus machen und zwei da. Wir brauchen aber sechs rein theoretisch. Anders kann ich das auch nicht herstellen, ne? Ist ja mega nervig. Ich habe nur noch zwei Runden. Komm schon. Ja, das ist gut gelaufen. Oh, sehr gut gelaufen. Geil. Geil, müssen. Das ging gut. Ab zum Mond. So, beim Mond nochmal die Mission durchführen. 5 und 9. Halla, die Waldfee. Jetzt seid ihr aber ein bisschen hier. Ich krieg für davon 2. Für das kriege ich 1 und 1. So. Oh, Ambitious wieder hier, das Projekt. So, jetzt haben wir 3 davon zur Verfügung stehend. Und mit 1. Schlechter kann es nicht werden, oder? So, 5 und 2 haben wir jetzt davon. Wir brauchen jetzt also noch Rouge. Dich brauchen wir noch. Dich getten wir aber auch so. Yep. Oh, letzte Runde. Ah, das wird schwer, glaube ich. Oder fast unmöglich eigentlich. 5 und... Obwohl, würde sogar gehen. Geil. Das schaut positiv aus. Perfekt. Und das schaut auch positiv aus. Geil. Sogar doppelt wieder positiv geschafft. Nice. So viel braucht man das. Und noch dazu. Schick. Schick, schick. 5 da. Ach, jetzt haben wir... Okay, bei den Russen muss ich mir also keine Sorgen machen, dass die mir irgendwie folgen am Ende. Oberstufe Booster, Booster ergänzend. Gehen wir mal die Titan 2 rein. Menschen im Weltall, das ist aktuell auf dem Weg. Mehrfach Orbit, kann ich das auch schon machen? Kostet überhaupt nicht viel oder so. Besatzungskapazität, erhöhte Baukosten. Ne, wir machen Standard.
So. Titan 2 Forschung komplett aktive Mission. Titan 2 Booster wird noch erforscht. So. Nächster Monat. Nice, bisschen mehr Kohle. Bisschen mehr Kohle. So, Missionen. Hätte ich gerne jetzt hier so. Dann kann ich mir jetzt aber endlich die hier leisten. Vorsprung bis zum nächsten Event. Unterschlagen vor, dass eine Geldstrafe einer gemäßigten Reaktion Astronaut-Geldstrafe zahlen lassen. So, Start vorbereiten. Natürlich muss jetzt ein Astronaut, wir haben ja nur noch einen, zuweisen, bestätigen, Training, yo, und Startdatum. 15, 20% mehr Forschung. Schon, das ist auch der beste Monat. Bestätigen. Wir sind eh nicht schon mehr die Ersten und das sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Gemini. Dann nutzen wir ein Design, wiederverwenden die Bismarck. Die passt aber nicht. Neues Design. Auftragsnehmer, okay. Nehmen wir dich hier. Oh, das wird teuer. $1,400. Oh, das ist unangenehm. In Haus bauen. $1,300. Ne, wir lassen es im Haus. Bestätigen. Alter, der hat es auch schon auf. Kameratraining akzeptiert. So, Menschenweltall, come on. Optional, suboptional, Staatsfenster werden umgekehrt. Keine Forschung verfügbar, dann Mars-Umlaufbahn. Da bin ich auch schon wieder ganz weit hinten, aber wenigstens die Japsen haben es noch nicht geschafft. Da bin ich schon mal froh drüber, okay. Fortfahren. 5. 4, 3, 2, 1 und Ignition und Liftoff. We have Liftoff. Wir hätten es so knapp vor den Amerikanern geschafft. Jetzt sind die Amis halt vorne, ne? Aber so ist es halt, ne? Man kann nicht immer positiv haben, sowas. Fliegt eine Fliege um meinen Kopf. Bin aber kein Orbit. So. Fortfahren. Mensch im Weltall. Sowas passiert jetzt. Okay, jetzt muss ich auch sammeln. Ach du Leco mio. Dies ist eine Mission mit Besatzung. Was bedeutet, dass deine Besatzungsressourcen verfügbar ist? Okay. Kann Befehle verwendet werden, um typische mehr Ressourcen als üblich zu erzeugen. Du hast nur eine ganze Anzahl pro Runde, okay. Eigentlich sollte ich das hier machen, damit ich gleich von dem zwei krieg. Und dann kann ich die zwei nutzen, um das hier zu machen. So, dann mache ich mir das. Perfekt. Das hat funktioniert. Das ist sogar im grünen Bereich. Schick. Und ist auch noch drin. Geil. Perfekt. So.
Dann darf ein Mensch viel davon erschaffen. Und dadurch, dass man dann hier und hier und Kommando bestätigen. Perfekt. Perfekt. Und perfekt. So wollen wir das. Zwei Runden noch. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier auf 12 kommen, ne? Bestätigen. Annehmen und durch. Der Mensch im All. Und Landung. Wir holen sie ab. Sie kommen zurück. Ja, aber es ist cool, dass es immer noch andere Animationen noch reinbringt. Bin gespannt, wenn es später wird. Wie es dann sich entwickelt. Vierte Mal. Nice. Genesung 6 Monate. Oh. Ich brauche noch eine weitere Besatzung. Einstellen. Ich hätte gerne einen Problemlöser. Einstellen. Dann bräuchten wir bitte nochmal einen Teststart. Ne, haben wir schon alles gemacht. Okay, die anderen haben es noch gar nicht erforscht. Gut. Dafür kriege ich einiges wieder. Kostet mich auch wahrscheinlich wieder Schweinegeld, oder? Ja, natürlich. Bauen. Ja, ich weiß, dass der eine noch nicht geht, aber wir müssen halt... Kurz Fertigstellung. Er macht es jetzt erst einmal, wir machen es gleich das zweite Mal. So haben wir hier eine Rakete, die wir verwenden können. Bismarck kostet 500.000. Laden, bestätigen. Fahrzeugbau. Nächstes Event. Mars-Umlaufbahn Forschung complete. Orbitaler EVA. Ach komm, ich bin immer noch drüber. Was? Alter, ich brauche jetzt endlich die Kohle hier. Venus Impactor, Alter, what? Start bereitstellen. Zack, wir machen das jetzt hier mal ein bisschen schnell durchlauf, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir ziehen aufs Juni. Ja, das passt. Bestätigen, Setup bestätigen, zack. Boom, was ist jetzt passiert? Da, Daleks 3.8, ich brauche... Da, Daleksis. Oh, was geht jetzt ab? Garkella Le 54. Ich bedanke mich. Alter, was ist jetzt ab? What ist passiert? Was geht hier gerade ab? Doch, Lexus 74. Danke, das ist fürs Followen. Und Dehalux Druig 74. Danke fürs Followen. Und Chester Wellenford 80. Danke fürs Followen. Was geht jetzt ab? Della Milo 334, danke fürs Followen. What the fuck geht jetzt ab? What? Okay, ne, wo war ich? Ach stimmt, wie schaut's mit meiner Mission aus? Wie viel kostet? Oh, ich brauche noch mehr. Mehr Geld. Nächster Monat. Oh, Raketenstart. Mission starten, ehrgeizig. Wir haben einen Standardstart wieder, wie sonst auch. 19? 19 Follower, holla die Waldfee. Ich bedanke mich recht herzlich für jeden, der jetzt gefollowt hat. Freut mich sehr, dass ihr euch dieses Video gefällt und ihr mir followt, ne? So, und unsere nächste Rakete startet wieder mal zum Mond. Ne, warte mal, das ist... Ach, das war unser Satellit. Das war unser Satellite.
Unser Caesar-Satellit ist das jetzt. Oh, fast im grünen Bereich. Aber wir lernen immer mehr über unsere Delta-Booster, was ja auch gar nicht doof ist. Okay, wieder drei Sachen sammeln. Bin gespannt, wie das später kompliziert wird. Ich krieg drei dafür. Zwei da rein investieren und dann so investieren. Funktioniert gut. Funktioniert auch perfekt. Perfekt, okay. Jetzt sind wir an diesem Punkt hier. So. Bestätigen. Hohe und komplizierte Daten. Oh, schick. 5 dafür bekommen diesmal. So, haben wir 5 da schon von und jetzt brauchen wir nur noch einen Dart mehr. Du brauchst 2 davon, also mach mal so. Dann sollte es auch funktionieren, oder? Oh, jetzt brauchen wir einen Energiemal. Das hat gut funktioniert wieder. Das hat auch wieder gut funktioniert, perfekt. Genau, das ist die letzte Runde jetzt. Wir müssen hier, oh, wir müssen hier auf 18 hoch, warte mal, auf 15. Dann hätten wir die anderen aber wieder nicht. Ach, ist das mies. Einer davon macht 2 von dem. Kann ich irgendwie das verwenden, um... Also selbst mit 6 bin ich dann nicht bei da oben, wo ich hin muss. Ja, wir kommen nicht ganz hin wahrscheinlich. Kacke, das habe ich jetzt verkackt. Aber wir waren nah dran. Das war jetzt nicht der Erfolg, den ich gerne haben würde, aber es war sehr nah dran. Aber hey. Besser nah dran als voll vorbei. Ach komm schon, nächster Monat. Jetzt aber endlich, oder? Ja. Endlich, wir können die Rakete bauen. Wie schaut's da aus? Mehrfach bemannt. Da ist bis jetzt nur noch... Hier ist die Forschung geplant. Geil. Oder wir halten hier den zweiten Platz. Dann können wir eigentlich schon mal das hier planen. Oh, Mars. China läuft Mission. Los geht's. Ach, Scheiße, kann ich nicht bauen. Das nächste Event. Früher. Ja, wir können nichts machen. Wir hängen hier fest. Wissenschaft verdient geil. So. Fehlen uns immer noch einen Monat mindestens. So. Das wird jetzt gebaut. Das hier. Und dann können wir nicht direkt bemannte Mondlandung machen. Und die Apollo. Und dann sind wir die Ersten, die da sind. Dann machen wir die Raumstation. Und als nächstes ein Marsländer. Modulare Raumstation, ZAR. Modulare Raumstation, Unity. Da kann man dann so viel machen. Röntgen, Teleskop und alles. Habe ich jetzt eigentlich alles ausgewählt, oder was? Also das ist hier auch... Ja, perfekt. Und? Komm schon. Ja, nächstes Gehalt. Perfekt. Aktive Mission. Okay, mach mal nächsten Monat. Da soll ja auch wieder Spannendes passieren.
Nächste Planung. Starten. Oh, wir brauchen zwei Astronauten. Ah, wir haben eh. Zuweisen. Zuweisen. Bestätigen. Fortfahren. Und wir starten. Hier kriegen wir nicht 20%. Gut. Bestätigen. Ja. Und dann aktive Mission. Müssen wir hier noch eine Rakete planen. Design wieder. Die Bismarck passt hier nicht. Wir brauchen ein neues Design. Ein größeres Design. Aber das ist die untere Stage. Oberstufe. Wir haben da keine passende Oberstufe. Okay, also können wir das gerade aufs Eis lesen, oder was? Wähle Teil. Design speichern. Design speichern. Bestätigen, alte Sinn. Ja, klar. Bin aber gerade am Forschen. Ja. Vorsprung bis zum nächsten großen Tatort. Okay. Wir haben grünes Licht für unsere Mission, Leute. Grünes Licht. Ich glaube, das ist eine unserer größten Raketen bis jetzt. Hula. Wetter ist gut, das macht es noch besser. Fortfahren. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. We have liftoff. Diesmal explodiert sie uns nicht. Ja, schaut gut aus. Ich sehe nichts. Alles schaut gut aus. Perfekt. Kein Fehler. Es war ein voller Erfolg. Oh mein Gott. Plus eine Runde extra. Und es war unser erstes Mal mit Titan fliegen. Geil. So, okay. Jetzt müssen wir mehr machen. Zwei kriegen wir, vier hier gleich. 12. Boah. Die sind ambitious, du. Die sind mal ambitious. Mal so und so. Und dann setzen wir... Bestätigen. Alter. Klar, dass die Energieklemme... So, okay, wir brauchen 18 Teile. What? So, okay, zwei Menschen geben das. Dann tue ich eine Energie wieder reinsetzen. Und... Ich habe so viele Runden noch. Ja, nice. Oh, schick. Das funktioniert ja wie geschmiert gerade. Okay, da sind wir also schon drüber. Da müssen wir jetzt noch voll aufholen. Ah, das machen wir jetzt einmal mit so. Eins wieder so ein und so. Wir haben noch genug Runden, damit das funktioniert. Geil. Ja, perfekt. Und umsetzen. Sind jetzt hier zwei drüber und hier sind wir ganz nah dran auch schon. So, Runden. Ah ne, warte mal, wir können noch was einsetzen. Wir tun jetzt aber noch. Hier ein bisschen rein. Geil.
Nice und nice. Perfekt. Dabei gibt es jetzt hier nur 25% extra. Was soll denn das jetzt? Und also das sind wir noch nicht dran. Aber das können wir umsetzen beim... Zack. Bestätigen. Nice. Oh, schick. Aufgabe abgeschlossen. Konnte wieder ein... Nächste Aufgabe. Oh, es gibt eine Auftrag zum Wiedereintritt, oder was? Erfolgreiches Wiedereinreisen durchführen. Auf diese Aufgabe erfüllt musst du die Temperatur der Nussglas sorgfältig unter Kontrolle halten. Dies wird durch die Wärmeressourcen dargestellt. Ziel ist, Wärme davon abzuhalten, in die kritische Stufe zu erreichen. Wenn vor über diesem kritischen Level liegt, nachdem alle Befehle abgearbeitet wurden, wird diese Mission sofort beendet. Oh, eklig. Okay, also bestimmte Sachen geben. Okay. Extra Punkte. Die Aufgabe endet, wenn jetzt. Oh, warte mal. Ach, ich muss Hitze verbrauchen. Oh mein Gott. Oh, stopp, nee, das machen wir anders. Kommandos bestätigen. Au, ich hab gedacht. Dann wird mir 1 bis 3 wieder hinzugefügt. Okay. Wiederherstellen. Wiederherstellen. Alter, wieder viel, Alter. Mehr beschissenes Lack könnte man auch nicht haben, oder? Jetzt ist bitte nur 1, das wäre super. Klar, wieder 3, ist klar, alles gut, ja, ja. Leck mich. Ich müsste halt auch mal das erhöhen, was ich dringend brauche, ne? Geil. Komm, jetzt nur 1, 2, okay, das geht. Letzte Runde. So, okay, bedeutet, jetzt kann ich raushauen wieder. Bestätigen. Und abgeschlossen. Wiedereintritt. Zurück zur Erde. Was passiert jetzt? Oh, wieder so eine schöne Zwischensequenz. Wir sind gelandet. Also schlecht gemacht, muss man ja sagen, ist es echt nicht. Ein richtig cooles Spiel. Also von dem, was es halt zeigt. Du kannst nicht mehr wirklich viel steuern, wenn du fliegst. Das ist es ja eigentlich, ne? Na, schick. 50% Bonus. So wollen wir das. Rang 7. 6 Monate Genesung. Vorbeiflug, Mars-Vorbeiflug gestartet. Fahrzeugteile erforschen. Tue ich gerade noch was? Ich tue noch gerade forschen, ne? Ja. Ich habe noch eine Mission frei.
Dann auf Anfrage Mondstrahlung. Sehr mit den Chinesen. Dafür kriege ich auch mehr. Sorry, dafür kriege ich mehr. So, ein Standardgerät wieder. Los geht's. Was denn jetzt? Achso, ich habe nächsten Monat geklickt. Marianne Forschung complete. Zack, hierhin. Und jetzt können wir hier wahrscheinlich wieder hin und sagen, Design wiederverwenden. Die Bismarck ist dafür auch nicht, aber du bist geeignet. Du bist aber schweineteuer. Neues Design. Teil wählen. Das muss so billig wie sonst noch was gehalten werden. Design speichern. Bestätigen. Keine Forschung. Perfekt. Jetzt können wir das hier erforschen. Der KK-Erforschung. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Die Star 37 wird noch erforscht. Nächstes Event. Ist auch noch nicht fertig. Centaurus. Mars-Vorbeiflug beendet. Zweiter. Wir machen jetzt hier halt erstmal voll die Forschung und so, ne? Geil. Und was ist jetzt? Zack. Rakete kriegt einen Startplan. Du setzt dich in den Mai, bitte. Bestätigen. Aber wir können jetzt offiziell, schauen wir mal, Gebäude. Tun wir den noch machen. Und jetzt will ich Mondmission. Bist du dir sicher, dass der aktiv... Ah, ne, abbrechen. Ich tue gerade was erforschen unter Gebäuden, genau. Aber hier kann ich jetzt die Rakete bauen lassen. Nice. Nächstes Event. Ah, schade, wir sind nie weitergekommen. Nächstes Event. Andere Seite des Mondes. Mission starten. Wir sind wahrscheinlich einer, der die meisten am Mond zum Mond fliegt. Na, minus 18%. Wir fahren trotzdem fort. Das Teil startet sogar noch von der kleinen. So, komm. Das sind schon langsam uninteressante Flüge, Leute. Fortfahren. Fortfahren. Okay, 1 und 4, das sollte ja nicht die Schwierigkeit sein. Warte mal, eins zurück. Okay. Oh, das ist uncool. Das ist wieder so ein Scheißteil. Das, was mich ärgern will. So. Ich glaube, war doch wieder klar, dass das... Ja, wenigstens einmal. So, okay. Yes.
verwenden. So, okay. Jetzt muss ich nur noch 2 bekommen. So. Und gewonnen. Jetzt geht's noch zum Mond. Und dann schauen wir dort weiter. Mond, wir sind hier. Wir sind da. So. 5 und 9. Was stoppt das? So. Starten wir das Spiel gleich mal so. Ja, das schaut schon mal besser aus. Das schaut richtig gut aus. Das schaut kacke aus. Ah, come on. Und, jetzt. Wir sind hier bei 1, hier sind wir bei 2. Wir setzen die beiden ein. Jo, das passt mir. Das passt mir auch. Und der letzte, der passt auch. Ja, perfekt. So, okay, jetzt fehlen uns nur noch 3. Einer wird fix ausfallen, denke ich mal. Ah, der hat es geschafft, okay. Genau, und einer ist ausgefallen. Wie erwartet, und wir haben es geschafft. Mit den Pluspunkten, geil. Geilomatico. So, fortfahren. So. Wir können doch sicher jetzt bemannte Mondfahrt beginnen, oder? Ne, wir müssen Apollo noch erforschen. Ah, ich habe die Apollo noch nicht. Leute, wir haben Apollo noch nicht erforscht. Was soll das denn jetzt? Ja, ich habe noch nicht mal das erforscht. Was mache ich denn die ganze Zeit, bitte? Hier so hin. Aber Meilenstein. Orbitaler EVA. Habe ich noch nicht geplant gehabt? Oh. Dann machen wir das jetzt. Nächstes großes Event. Na, schau mal. Mars-Vorbeiflug ist ready. Jo. Und wir setzen dich. Gibt's hier denn keinen? Oh no, es gibt keinen optimalen Startraum mehr. Schau dir das an. Dann direkt starten. Mission Start. Warum gibt's. Ach, da musst du wahrscheinlich auch wieder das perfektes Jahr und alles. Oh Gott. Wir sind weit, weit hinten. Mission zum Mars beginnt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. We have liftoff. Unser Rover oder unser Satellit Richtung Duna. Geht Richtung Duna, Richtung Mars. Es ist soweit. Ab geht's Richtung Mars. Endlich. Grün. Oh. Plus 7% Nutzerzuverlässigkeit. Holla. Okay, das war unerwartet. So, Mars-Vorbeiflug. Oh, das ist ein neuer Rover. Cool. Schub müssen wir jetzt machen. 10 und 10. Oh Gott, jetzt muss ich Schub. Oder ich muss jetzt immer Schub erzeugen. Oh, ist das eklig. Okay, mit 2 davon. Funktioniert, okay. Auch funktioniert und hat auch funktioniert. Gut. Jetzt gibt es minus einen Schub wieder. Das ist ja richtig assi jetzt. Ach, das ist gemein. Warte mal.
zurücksetzen. Ich einen von dir investieren. Kann ich dich investieren und kann dich investieren? Na oh, klar, weil einer kryptet. Einer muss immer mal kryptet sein hier. So, 7. Alles geht gut voran. Zweite Runde und es hat funktioniert. So. Dann machen wir gleich nochmal dasselbe. Hier so. Hier so. Und hier so. Geil. Oh, und eine Ausfall. Schitterino. Oh. Jetzt geht der alte Plan nicht mehr. Obwohl, geht sogar noch. Geil. Es darf bloß nur noch eins schieflaufen. Wenn jetzt noch was schiefläuft, ist am Arsch. Ja, es hat funktioniert auch ganz knapp. Geil. Für 8 Monate. Wow. Okay. Das nächste ist die Gemini-Fertigstellung. Das nächste darf designt werden. Können wir dann Design wiederverwenden? Die Helikon kann man verwenden. Oh Gott, die kostet wieder viel. Die kostet wieder viel, aber die laden wir. Oder warte mal, wir gehen mal zurück. Neues Design. Können wir irgendwas erstellen, was weniger Kosten erzeugt? Wähle Teil. Teil. Okay, da reichen die noch nicht aus, oder was? Dann wärst du mir die beste Option, oder? Warte mal. Ja, bist du die beste Option. Design speichern. Design speichern. Bestätigen. Dann müssen wir jetzt noch einen Monat warten, damit wir das einsetzen können. Haben wir jetzt einen Slot noch frei? Fragezeichen. Nee, haben wir nicht. Okay. Nächster Monat. Dann vorspulen bis zu den nächsten. Mars-Umlaufbahn beendet. Alter, die sind schon was? Bemannte Mondlandung erforscht. Ich will jetzt so schnell wie möglich auf den Mond. Nächstes Event. Mars-Vorbeiflug ist dran. Aber jetzt müssen wir erstmal hier. Die Rakete ist fertiggestellt worden. Besatzung. Zuweisen, zuweisen. Ihr seid meine beiden erfahrenen Leute hier. Training. Startdatum. Zwei Monate. Setup stimmt. Okay. Mars-Vorbeiflug. Mission fortsetzen. Achso, okay. Oh, der Mars. Wie schön. Guck mal. Am Mäsle. Sammeln. Okay. Das sollte jetzt nicht das große Problem werden eigentlich. Eine Energie da rein verwenden, um das dann hier aufzuteilen. Dann wieder Zeit da rein versenden. Okay. Nice. Oh, richtig schön. Oh ja, das taugt mir. Der ist super, der taugt mir. Der ist richtig gut. So, jetzt wird eins so rein versenkt. Zack, ja. Ja. Geil, okay. So, du bist sogar schon drüber. Mit dem einen könnten wir Boost hoch machen und dann so einen Boost machen. Perfekt. Abbrechen, warte mal. Tun wir hier nochmal. Hat funktioniert und. Oh ja, da. Oh, da hingekriptet, aber hat funktioniert. Mission abgeschlossen. Mars vorbei, Folge 4. zwar erst, aber egal. Wir haben es geschafft. So, als nächstes können wir doch rein theoretisch Mission planen.
800.000. Wir planen den billigen, so. Nächstes Event. Ja, sind wir auch doch dabei. Nächstes Event. Orbitale EVA. Oh, jetzt sind wir beim EVA. Das wird auch spannend. Große Mission wieder. Ganz große Mission. Okay. Oh, schön. Ausgezeichnete Bedingungen. Fortfahren. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Liftoff. We have liftoff. Und wie gut ist es geworden? Jawohl! Plus eine Runde für Aufgaben der Mission. Schick, fortfahren. Orbital EVA. Erreichen der Erdumlaufbahn. Okay. 15er Bonus, wenn ich das schaffe. Ach, klar. Ah, oh Gott. Es fängt schon wieder gespickt mit Fehlern an. Die zwei investieren in das und du investierst so. Dann nochmal so. Jo, oha. Das war mal mega gut. Ja klar, eins muss Probleme machen. So. Mit denen in das investieren lassen, sollte das auch kein Problem sein. So. Oder auch schon, das kann man nicht annehmen. Und somit funktionieren die restlichen Aufgaben auch nicht, oder? Funktionieren? Doch, funktionieren. Okay, annehmen. Bei 8 und okay. Wir wollen auf jeden Fall mal Energie auf Backup. Gut, passt. Okay, dann haben wir auf nächste Fünf. So. Fortsetzen. Somit sollte die Mission geschafft sein. Jawohl. Fortsetzen. Kontrollierte Mission. Durchführen von EVA Außenbordmissionen. Oh. Oh Gott, was wird denn das jetzt? Oh Scheiße. Diese Mission beinhaltet ein komplexes Nutzlastmanöver. Der Erfolg wird von der genauen Kontrolle über die Drift-Nutzlast angefordert. Oh Scheiße. Drift kann sowohl Input als auch Output von Befehlen sein. Du musst die Befehle so. What? Also ich brauche zwei davon. Au. Oh, das ist mies. Oh, das ist ja mal richtig mies. Man das bestätigen. Geil. Komm schon. Oh. Jetzt mal wieder. Komm schon. Naja. Ist es heute im Grunde dasselbe. Sie fliegen hoch und alles. Also Raumfahrt ist immer noch relativ gleich. Wir sehen es bloß als öde, weil es halt Dings ist. Aber sagen wir mal, das Spiel ist. Es ist halt viel, sagen wir mal, so Rätsel eher, finde ich. Du musst halt rätseln, wie du es am besten hier alles schaffst.
Driftbereich, bla bla bla. Warte mal hier. Driftbereich, Drift muss oben genannte Bedingungen erfüllen. Genau, ja. Aber wir werden jetzt dann eh bald Schluss machen. Ich will die Mission noch abschließen und dann machen wir. Ja, das gibt's hier nicht, aber das kannst du dir höchstens in KSP reinmodden. Das kannst du dir da reinmodden, da funktioniert es dann sicher. So, dann bist du wieder auf gerade. Will die 2 und dann ist das schon mal auf vollen Punkten. Nice, das passt. Das passt auch. Das passt auch, okay. Jetzt sind wir sogar eins drüber. Und jetzt kann ich eins verwenden. Und funktioniert perfekt. Funktioniert perfekt und hat auch funktioniert perfekt. Also brauchen wir rein theoretisch nur noch hiervon. Und Energie reinsetzen und erfüllt. Nicht wieder ein Reise. Aha, ich hasse das. Das ist ein ekliger Teil. Ich bin bei 3 schon. Oh, ja, klar. Ich darf auch nur 3 überhitzen. Ich muss 3 abhitzen. Bedeutet, ich muss hier hin. Und Hitze hier verwenden. Hitze hier verwenden. Wenn ich jetzt so komme, bin ich eh tot. Ich könnte aber. Ich brauche 2 davon. Wie kriege ich 2 davon schon her? Ja klar. Irgendwas muss ja direkt am Anfang auch kaputt gehen. Ja. Perfekt, okay. Sind wieder auf 0. Ja, lad doch. Ja, ist klar, ihr Schweine. Ihr wollt mich doch nur leiden sehen, so schaut's aus. Ich muss ja, klar, ist gut. Wie soll ich denn das alles unter Kontrolle... Jo, oh, wir sind wieder bei 3. Wir haben keine Elektrizität mehr, was es natürlich noch geiler macht. Wir haben noch 2 Runden. Ich glaube nicht, dass das was wird, ganz ehrlich. Hey, sie soll trotzdem durchkommen. Ich glaube sogar, dass damals die Raumfahrt spannender war, weil es halt neu war. Jetzt ist es schon, es wird schon immer standardmäßiger. Ich muss überlegen, damals auf einmal war ein Mensch im Weltall. Ich glaube, das war damals für die extrem spannend. Ist halt wieder Ansichtssache, ne, immer am Ende. Ich halt leider die Sache. So, 3. Orbital-EVA. Was, echt 3? Oha. So weit hinten gewesen. 6 Monate Genesung. Apollo sind wir auch einmal forschen. Wie Sau. Ist eigentlich jemand schon am Apollo-Projekt rein theoretisch dran? Nee. Apollo wären wir dann der Erste rein theoretisch, wenn alles gut läuft. Das wäre natürlich auch cool. An welchen Missionen hängen wir denn aktuell alle dran? Kommerzieller Satellit. Langfrist, Alter, die wollen jetzt alle sowas haben, oder? Fahrzeug-Upgrades. Dieses Mission gewährt ein Fahrzeug-Upgrade als zusätzliche Belohnung bei Erfolg. Upgrades sind optionale Komponenten, die, sobald sie freigeschaltet sind, deinem Fahrzeug während der Entwicklungsphase hinzugefügt werden können. Okay. Dafür kriege ich sogar Geld. Mission planen. Zum Sonnensystem gehen. Haben wir noch eine Mission, die wir machen können? Nee, die andere ist noch kein Missionsplatz. Welche Mission? Wo sehe ich denn, was für Missionen aktuell bei mir eigentlich laufen? Aktive Missionen. Ach, die Mars-Umlaufbahn ist ja auch noch am Start.
Aber Leute, ich würde sagen, es ist 22.30 Uhr. Wir werden für heute mal Schluss machen. Es waren jetzt eh drei Stunden. Schön spannendes Spiel. Ich bin mäßig, ich sag mal, ich bin auf jeden Fall positiv davon überrascht, dass das Spiel nicht komplett kacke ist. Ich habe mir zwar wieder was anderes erwartet, vielleicht so ein bisschen mehr wie Space Company Simulator, wo du alles selber planst und alles selber designst so ein bisschen. Aber es funktioniert, es läuft und es macht auch Spaß. Also du hast schon diesen Willen, vor den anderen zu sein. Es ist da viel Gefriemel, viel Ding wieder auch. Aber das macht so ein bisschen den Charme auch, finde ich, wieder aus insgesamt. Ansonsten würde ich sagen, ja, wenn das Spiel gefällt, ich gebe dem auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ihr habt das jetzt hier gesehen, wie das funktioniert, wie es abläuft, das ganze Spiel. Ich werde es wahrscheinlich nochmal in einem Stream spielen, denke ich mir. Vielleicht würde ich gerne das Spiel durchspielen in Streams, dass wir so die Marsbevölkerung machen können und alles. Da steht eine Rakete, da stehen überall Raketen, fällt mir gerade auf. Guck mal, da stehen überall Raketen. Aber ich bin doch dann noch lieber mit Kerbal Space Program, ne? Also habe ich doch mein Kerbal Space Program noch lieber. Da kann ich alles selber designen. Also Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Follow freuen. Schaut auf YouTube vorbei. Da kommen fast täglich neue Videos. Und nächsten Montag wird dieser Stream dort auch veröffentlicht. Und ja, dann würde ich sagen, was ist das von diesem Stream? Wir speichern mal das ganze Spiel. Speichern, neuer Spielstand erstellen. Das ist Stream. Bestätigen. Und dann gehen wir zurück und gehen verlassen auf Desktop. Und wenn ich auf verlassen auf Desktop gehe, geht ihr in den Endscreen, kriegt noch eine tolle Musik von mir aufgespielt und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Stream wieder. Also, bis dann. Ciao. Ja, wollen wir beenden? Auf jeden Fall.